In den nächsten 3 Stunden wird viel passieren. Europa wird sich etwa 0,004 mm nach Osten bewegen, der Atlantik um 0,01 mm wachsen, der Pazifik minimal schrumpfen und Indien wird sich den Bruchteil eines Millimeters weiter in den eurasischen Kontinent hineinschieben. Alfred Wegener ist ein ganz erstaunlicher Forscher gewesen. Von den großen Namen, die einem einfallen aus dem Bereich der Erdsystemforschung, ist er, glaube ich, einer, der ganz vorne steht, weil er in der Lage war, früh auf eine fundamentale Idee zu kommen, eine Hypothese gegenüber dem Erdsystem, die ja heute noch eine der großen Mysterien ist. Was ist eigentlich unsere Erde und wie verhält sie sich? Antje Boetius, Professorin für Meeresbiologie und Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts. Alfred Wegener hatte entdeckt, dass die Kontinente so aussehen, als hätten sie einmal wie Puzzlestücke alle zusammengepasst und einen Superkontinent gebildet. Und er ist auf die Idee der Kontinentaldrift gekommen, also einer dynamischen Bewegung der Erdoberfläche, der Erdkruste, der Neubildung der Erdkruste in den Meeren. 19 mm im Jahr, in 100 Jahren 19 Meter. In einer Million Jahren 1,9 Kilometer. Mit diesem Durchschnittstempo entfernen sich beispielsweise Europa und Amerika voneinander. San Francisco und Los Angeles hingegen bewegen sich schneller und aufeinander zu, knapp 6 Zentimeter im Jahr. Er war auch ein toller Klimawandelforscher, war ja ausgebildeter Meteorologe. Und hat mit seinen großen Grönland-Expeditionen auch ein Fundament für das Verständnis der Polarregionen gelegt. Man muss sagen, Wegener war ein genialer Forscher. Immer wenn er irgendwas gesehen hat, was ihm auffiel, hat er sich dran gesetzt und sich überlegt, wie das wohl funktionieren kann. Cornelia Lüdecke, Meteorologin und Wissenschaftshistorikerin. Die kuriosesten Sachen hat er untersucht. Haareis. Er hat irgendwo mal im Wald ein Stück Holz gesehen, wo so ganz filigran so Eis sich gebildet hatte. Er hat einen Artikel darüber geschrieben. Knapp 3 Stunden, um sich einem vielseitigen Forscher zu nähern, der Polarexpeditionen durchführte, Ballonfahrtrekorde aufstellte, Grönland auf Skiern durchquerte und einer der wichtigsten Theorien der Erdsystemwissenschaften entwickelte. Alfred Wegener. Ich kannte Alfred Wegener überhaupt nicht, sagt Jo Ländle, Schriftsteller und Leiter des Hansa Verlages in München. Er hat 2011 einen Roman über Alfred Wegener veröffentlicht. Ich habe mich irgendwann gefragt, wer ist dieser Mensch, der uns den Boden unter den Füßen weggezogen hat? Eigentlich nur so zum mal nachschlagen, wann war das, wie kam das, dass diese große, ja, letzte Kränkung der Menschheit und nach Darwin oder nach Kopernikus, nach Darwin, nach Freud und noch nicht mal der Boden ist fix und stabil. Wo soll das denn noch hinführen? Ist denn gar nichts mehr so, wie man sich's vorstellt? Denn das ist ja eine komische Geschichte, dass wir über den Boden nicht viel nachdenken. Der ist eben eigentlich immer gegeben. Und dass das plötzlich ins Wackeln kam, war schon eine große Geschichte. Und da wollte ich einfach wissen, wer hat das angestoßen. Und dann kriegte ich eben plötzlich mit, Junge, das ist ein Herr, der ein sehr, sehr aufregendes Leben auch abseits dieser Theorie der driftenden Kontinente geführt hat. Er war ja wirklich ein Abenteurer, auch wenn er kein Abenteurer-Typ war. Also er hat einfach Abenteuer erlebt, aber er war jetzt nicht ein Draufgänger. Okay, der Reihe nach. Skizzieren wir in der ersten Stunde dieser langen Nacht zunächst den Lebenslauf Wegeners. Schule, Studium, Ballonfahrten, das Zusammentreffen mit Else Köppen und die beiden ersten Polarexpeditionen, bei denen er meteorologische Forschungen durchführte. Sprechen wir dann in der zweiten über die Kontinentalverschiebung, die Plattentektonik und die Schönheit der wissenschaftlichen Erkenntnis. Und in der dritten schließlich darüber, was seine Neugier vorantrieb und vor allem über seine letzte Polarexpedition. Musik.
Ich, Alfred Lothar Wegener, evangelischer Konfession, bin am 1. November 1880 zu Berlin als Sohn des Predigers und Direktors des Schindlerschen Waisenhauses Dr. Richard Wegener geboren. Ich genoss den Unterricht des Kölnischen Gymnasiums zu Berlin, welches ich Michaelis 1899 mit dem Zeugnis der Reife verließ, um mich an der Friedrichs-Wilhelms-Universität zu Berlin dem Studium der Mathematik und Naturwissenschaften, insbesondere der Astronomie, zu widmen. Der Vater war ein fortschrittlicher Pädagoge und Theologe und auch Dichter, hat am Grauen Kloster unterrichtet und ein Waisenhaus betrieben und hatte damals schon, also um 1900, die Idee, mit den Kindern auch in die Natur rauszuwollen, dem damals ja stickigen und schmutzigen Berlin. Peter Bötig leitet das Kurt Tucholsky Literaturmuseum in Rheinsberg, zu dem seit gut 10 Jahren auch eine Außenstelle gehört. Das eher winzige Alfred-Wegener-Museum in Zechliner Hütte, wenige Kilometer nördlich am Rande der Müritzer Seenplatte. Aus Zechliner Hütte stammt Alfred Wegeners Mutter Anna Schwarz und ihr Geburtshaus, das ehemalige Direktorenhaus der dortigen Glashütte, kauften Richard und Anna Wegener zurück, als die Kinder geboren wurden. Die Sommer verbrachte die Familie dort. Sodass dieser Ort hier für die Familie und dann auch für die Söhne, Alfred und Kurt vor allem, sozusagen sehr prägend war, was ihre naturwissenschaftlichen Interessen betrifft. Alfred Wegener ist zusammen mit seinem 2 Jahre älteren Bruder Kurt in der Müritzer Seenplatte aufgewachsen und hat unheimlich viel Sport getrieben. Man würde heute sagen, er war ein richtiger Outdoor-Mensch. Die haben hier als Kinder Schlittschuhlaufen gelernt, Segeln gelernt, später Herbarien angelegt, Natur beobachtet, Tiere beobachtet. Wenn man segelt, muss man die Wolken natürlich beachten, den Wind, also Wetterphänomene. Also diese ganzen Interessen wurden quasi hier gelegt. Hier draußen in Zechliner Hütte beschloss Alfred, Naturforscher zu werden. Schreibt Jo Ländle in seinem Roman. Er war jetzt alt genug. Sein Onkel hatte ihm ein Buch geschenkt, in dem er abends las. Es handelte von der Zeit und wie sie vergangen war. Alfred schrieb sich auf, was er nicht verstand, und fragte Heinrich morgens vor dem Frühstück danach. Er übertrug die Namen der Zeitalter in sein Heft und sagte sie sich so lange auf, bis er sie auswendig kannte. Karbon, Perm, Trias, Jura, Kreide, Paläogen, Neogen, Quartär. Er las, dass es am Rhein einmal tropische Nilpferde gegeben hatte und hatte Mühe, sich das vorzustellen. »1899 beginnt Alfred Wegener sein Studium in Berlin. Astronomie, die älteste, und Meteorologie, eine der jüngsten Naturwissenschaften überhaupt. Etwas entgegen der Vorstellung des Vaters, vermutet Jo Ländle. Der stammte aus einer tiefgläubigen religiösen Familie und war eher philologisch und theologisch gebildet. Wenn man sich jetzt anschaut, welche Fragen beantwortet man auf welche Weisen, dann war klar, wo Alfred Wegener von seiner Herkunft her Antworten zu suchen hatte, nämlich in der Religion. Das war das, wo seine Leute herkommend Antworten fanden, in der Bibel. Und daran glaubte er eben irgendwann nicht. Das war der Bruch mit der Familie. Er sagte, die Antworten liegen in der Wissenschaft. Und dann widmete er sich dem Wissenschaftlichen mit einem fast religiösen Eifer. Also er übertrug praktisch die Entschiedenheit, die er von zu Hause kannte, und sagte, man hat sozusagen die falschen Fährten verfolgt. Im zweiten Semester, das Wegener in Heidelberg verbringt, scheint es mit inbrünstigem wissenschaftlichem Interesse nicht ganz so weit her gewesen zu sein. In seinem Studienbuch lässt sich zwar nachlesen, welche Vorlesungen er dort hörte, interessanter ist aber ein anderes Dokument. Es zeigt, dass Wegener nicht immer nur strebhaft, pflichtbewusst und eifrig im Studierzimmer saß. Strafverfügung. Der angezeigte Alfred Wegener, Student Heinrich-Ingrimm-Straße 5, ist beschuldigt, dass er in der Nacht vom 2. zum 3. des Monats um 3 Uhr groben Unfug und Ruhestörung dadurch verübte, dass er mit umgehängtem weißen Tuch durch die Hauptstraße nach dem Marktplatz zog und dabei durch überlautes Schreien ungebührlicherweise ruhestörenden Lärm erregte. Heidelberg, 3. Juli 1900. Ein Semester Heidelberg, dann wieder Berlin.
Vorlesungen bei Max Planck und Wilhelm Förster, dem Begründer der Berliner Volkssternwarte, an der auch Wegener als Assistent arbeitet. Dann die Dissertation, in der er die Angaben in den alfonsinischen Tafeln aus dem 13. Jahrhundert neu berechnete. Ob ihm aber gefällt, was er da tut, ist fraglich. In der Astronomie ist alles im Wesentlichen schon bearbeitet. Nur speziell mathematische Begabung und besondere Einrichtungen auf Sternwarten können zu neuen Erkenntnissen führen. Schreibt er einem Studienfreund und es folgt ein weiterer wichtiger Satz. Zudem bietet die Astronomie keine Gelegenheit zu körperlicher Betätigung. Alfred Wegeners älterer Bruder Kurt, der ebenfalls Meteorologie studiert hat, ist inzwischen Assistent am Königlich Preußischen Aeronautischen Observatorium in Lindenberg bei Beeskow geworden. Und auch für Alfred Wegener findet sich dort eine Stelle. Lindenberg ist einer der wenigen Orte in Europa, wo man die oberen Luftschichten untersucht, mit Drachen und Ballonen, die man an langen Drahtseilen aufsteigen lässt, um mit Hilfe von mechanischen Apparaturen, die an ihnen befestigt sind, den Luftdruck und die Temperatur in 3000 bis 5000 Meter Höhe zu messen. Denn so kann man nicht nur Bodenwetterkarten zeichnen, sondern auch solche für die Höhe, was wichtig ist, weil sich Luftströmungen dort oft anders verhalten als in Bodennähe. Das Wissen darüber ist beispielsweise für die Zeppelinfahrer wichtig. Damals war das neu, die erdfernere Atmosphäre zu erforschen. Man wusste ja nichts darüber, man kam da ja auch nicht hin. Also hat man das mit Ballons gemacht, sowohl unbemannt, so Pilotballone nannten die das, die bis auf 10 Kilometer Höhe gestiegen sind, oder eben auch bemannte Ballons. Wegener war ein großer Fan davon, begeistert. Er ist ein Ballonfahrer, es gibt auch einen Ballonfahrer, einen Führerschein quasi, den musste man damals ablegen, den haben wir hier auch von ihm. Die bemannte Ballonfahrt ist die Königsdisziplin der Meteorologie. Der Physiker Arthur Berson erreicht schon am 4. Dezember 1894 die Höhe von 9.155 Metern und misst dort minus 47 Grad Celsius. Wegener macht seine erste Ballonfahrt ebenfalls mit Arthur Berson. Sie starten am 11. Mai 1905 in Berlin-Reinickendorf und landen 10 Stunden später in der Nähe von Gleiwitz. 3 Wochen später geht es erneut in die Luft mit seinem Kollegen Gerdin, um eine Sonnenfinsternis zu beobachten. Der Ballon schoss nach dem Loslassen sofort auf 1000 Meter hinauf, schwamm hier eine Zeit lang dicht über den Wolken. In 1300 bis 1400 Meter schwammen wir zwischen 2 Wolkenschichten, sahen aber wiederholt die Sonne, sodass ich um 12 Uhr eine Sonnenhöhe messen und wir die zunehmende Verfinsterung beobachten konnten. Nur von Zeit zu Zeit sahen wir über den Korbrand hinab und betrachteten das Wolkenmeer. Die Landung ist dann nicht ganz so idyllisch. Der Korb prallt hart auf dem Boden auf, überschlägt sich und Wegener wird hinausgeschleudert. Ich dachte nur daran, mich festzuhalten, sah einen Augenblick alles drunter und drüber gehen und merkte dann, dass ich über die Erde geschleift wurde. Die wichtigste Fahrt unternimmt Alfred Wegener dann mit seinem Bruder Kurt. Die beiden hatten sich zu einer Wettfahrt angemeldet, die am 5. April 1906 in Reinickendorf startet. Das Ziel? Möglichst lange in der Luft zu bleiben. Jo Ländle beschreibt den Auftakt des Wettbewerbs. Abgehoben wurde im Minutentakt. Ein Ballon nach dem anderen kappte die Seile und stieg auf in den jungen Tag. Während Kurt noch an der Verteuung zugange war, stand Alfred bereits im Korb und sah den riesigen bunten Bällen nach, wie sie sich nacheinander vom Boden lösten, um langsam und unbeirrbar hinauf in den Himmel zu schweben. Ein Schiedsrichter mit einem Schreibbrettchen trat heran, von dem er die Startzeiten ablas. Er teilte den Brüdern mit, sie möchten sich nun bereit machen. Kurt kletterte in den Korb, der Schiedsrichter löste das Seil und die beiden hoben ab. Sie hatten 38 Sack Ballast an Bord. Die hatten wenig Proviant mit, die hatten bloß irgendwie 2 Tafeln Schokolade und eine Orange und eine Flasche Wasser oder sowas und hatten außerdem noch vergessen, ihre Mäntel mitzunehmen. Also es war ja dann bis minus 20 Grad und eisekalt und windig. Die sind bis 3000 Meter Höhe aufgestiegen damit und haben aber fotografiert. Es gibt Fotografien, die sind auch über die Gegend hier gefahren. Es gibt ein Foto in der Stadtkern von Wittstock von dieser Luftfahrtreise von den beiden Brüdern.
Etwas mehr als Peter Bötig sagt, ist schon an Bord. 4 Koteletts, 2 Flaschen Wasser, 2 Apfelsinen und 2 Pfund Schokolade. Sie sitzen und stehen im Weidenkorb, treiben langsam nach Nordwesten, überfliegen Wittstock, schauen hinab und fotografieren, erreichen mittags die Ostsee bei Wismar, schauen aufs Wasser, passieren Fehmarn, fliegen am Abend über Horsens an der jütländischen Küste und treiben frierend in der Nacht weiter nach Norden. Mal übers Meer, mal über Land. In den frühen Morgenstunden führt sie der Wind auf das Kattegat hinaus, später dann nach Süden über Fünen, bevor er sie nach Westen treibt. Ängstlich schauen die Brüder auf den Horizont. Die Nordsee ist in Sicht und sie bereiten die Landung vor. Doch dann dreht der Wind erneut und sie fahren weiter nach Süden. Die norddeutsche Tiefebene. Am Ende der zweiten Nacht haben sie Göttingen erreicht. Sie treiben noch ein Weilchen weiter, doch Kälte, Müdigkeit und Hunger fordern schließlich die Landung bei Laufach im Spessart, 52 Stunden nach dem Start. Das ist das originale Telegramm, was er geschickt hat nach dieser Ballonreise, nach der Weltrekordreise an den Professor Assmann in Lindenberg. Heute 2:30 Uhr glatt gelandet bei Laufach nahe Aschaffenburg nach 52-stündiger Fahrt über Aalborg auf Jütland, ca. 3000 minus 16 Grad Wegener. Also hat er sich sozusagen zurückgemeldet bei seinem Vorgesetzten. Für Alfred Wegener ist es die 3., für seinen Bruder Kurt die 5. Ballonfahrt. Ihre meteorologischen Kenntnisse sind bestimmt hilfreich, um den bis dahin gültigen Weltrekord des berühmten Ballonfahrers Graf Henri Delavaux um 17 Stunden zu übertreffen, nämlich mit 52 Stunden und 22 Minuten. Der Ballonfahrerausweis der Fédération Aéronautique Internationale wird Alfred Wegener übrigens erst 1911, 5 Jahre nach der Rekordfahrt, ausgestellt. Wie alt war er? Ein Vierteljahrhundert. Es war höchste Zeit für eine Tat. Lässt Jo Ländle in seinem Roman Alfred Wegener denken. 23 Jahre und nichts für die Unsterblichkeit getan, sagt Don Carlos in Schillers gleichnamigen Drama zu seinem Vater. Höchste Zeit für eine Tat. Lindenberg ist schön, die Messung von Wetterdaten mit Hilfe von Drachen oder Ballons ist hochinteressant und spannend, aber die Sehnsüchte gehen weiter. Cornelia Lüdecke. Das hat Wegener so fasziniert, dass er gedacht hat, das wäre doch toll, auch mal in Polargebiete zu gehen. Wie heute ist mir der Abend gegenwärtig, wo er mir auf meiner Bude in Charlottenburg seine Grönlandpläne auseinandersetzte. Erinnerte sich der Geograf Walter Wundt an einen Abend, den er mit seinem Kommilitonen Alfred Wegener verbrachte. Er zeigte mir im Atlas die Route Nansens, die von der Südspitze des Landes ein Dreieck abschneidet. Dann die Randwanderung Peary's an der Nordküste. Schließlich wies er mit dem Finger auf die Mitte. Da müssen wir durch. Sehr zufällig erfährt Wegener von einer dänischen Grönland-Expedition. Der Schriftsteller Ludwig Mylius Erichsen hatte 1902 bis 1904 eine Expedition geleitet, bei der er Lieder und Erzählungen der Inuit im nordwestlichen Grönland aufgezeichnet hatte. Mylius Erichsen ist ein begeisterter und begeisternder Forscher. Der Glückliche, welcher nur ein einziges Mal auch nur ein Zipfelchen des Vorhangs über unbekannten Ländern und Meeren, neuen Küsten, neuen Lebens zu lüften half, wird stärker als andere die Anziehung unbekannter Gebiete fühlen. Und wenn er in sich einen unwiderstehlichen Drang spürt und sich im Besitz der allenfalls nötigen Fähigkeiten glaubt, der Forschung Pionierarbeit leisten zu können, ja, dann wird er voller Hoffnung und Vertrauen seinen ganzen Einsatz bieten. Ein paar arbeitswilliger Hände, 2 offene Augen und all die einem jungen Mann eigene Kraft und Ausdauer. Wegener fühlt sich von dieser Beschreibung wohl getroffen. Er fährt nach Kopenhagen und trifft sich mit Mylius Erichsen. Cornelia Lüdecke. Wegener hat sich bemüht, an dieser dänischen Expedition teilzunehmen. Er bekam auch dafür finanzielle Unterstützung von Deutschland. Er wurde aufgenommen. Er war quasi der einzige Ausländer an dieser Expedition, die an die Ostküste Grönlands gehen sollte, ungefähr bis 72 Grad Nord, also schon weit jenseits des Polarkreises. Und Wegener hatte sich vorgenommen, diese Technik der Ballon- und Drachenaufstiege in Grönland in der Arktis zu testen.
Er sucht sich schon im Vorfeld Unterstützung und schreibt Briefe. Hochverehrter Herr Professor, ich werde an der Polarexpedition von Mylius Erichsen nach Ostgrönland als Meteorologe und Physiker teilnehmen und beabsichtige, dort auch Drachen- und Ballonaufstiege auszuführen. Ich erlaube mir daher die Anfrage, ob Sie geneigt wären, mir einige Drachen Ihres Systems gegen eine billige Bezahlung zu überlassen oder neu zu bauen. In Betreff des Baus einer Drachenwinde sowie über das ganze Arbeitsprogramm hoffe ich mir, Ihren Rat noch persönlich einholen zu können. Indem ich Sie bitte, die Belästigung meinem lebhaften Wunsche, das aerologische Programm der Expedition zu einem befriedigenden Ende zu führen, zugutehalten wollen, bin ich in vorzüglicher Hochachtung Ihr sehr ergebener Dr. A. Wegener. Es ist ein Brief mit Folgen, den Wegener schreibt. Der hochverehrte Professor ist Wladimir Köppen, Leiter der meteorologischen Abteilung und Drachenstation der Seewarte Hamburg und Großborstel. Er reagiert prompt und lädt Wegener ein. Jolente beschreibt in seinem Roman, wie sie sich treffen, über Windhosen und andere schwer oder nicht greifbare, nicht nur Wetterphänomene reden und wie eine tiefe Freundschaft unter den Wissenschaftlern entsteht. Eine, die ein Leben lang halten wird. Und noch mehr passiert, laut Ländle. Ein junges Fräulein brachte Getränke. Sie trug ein leuchtend rotes Halstuch. Dabei hätte sie es nicht nötig gehabt, von ihrem Gesicht abzulenken. Professor Köppen bemerkte das Interesse seines Gastes und stellte sie als seine Tochter vor, Else. Auch sie sei die reinste Windhose. Er wisse manchmal nicht, wo ihm der Kopf stehe. Wegener sagte, dafür gäbe es ja die Sicherheit der Wissenschaft. Else machte einen Knicks. Für Momente nahmen ihre Wangen die Farbe des Halstuches an. 1911 wird sich Alfred Wegener mit Else Köppen verloben. 1913 werden die beiden heiraten. Else Wegener schreibt in ihrer Biografie über ihren Mann übrigens kein Wort von ihrem ersten Aufeinandertreffen. Die Abfahrt aus Kopenhagen fand unter nicht enden wollendem Jubel der Zuschauer statt. Ob man auch so jubeln wird, wenn wir zurückkommen? Meine Eltern standen in dem dichten Menschenknäuel auf der langen Linie. Gesehen habe ich sie nicht mehr. So lautet Alfred Wegeners erster Tagebucheintrag seiner ersten Grönlandreise. Er teilt die Kajüte mit Johann Peter Koch, dem Kartografen der Expedition. Am 24. Juni 1906 legt die Danmark ab. Ziel der Expedition ist die Erkundung und Kartierung der Ostküste Grönlands von etwa 75 Grad nördlicher Breite bis zur Nordspitze der Insel. Dazu sollen meteorologische, hydrologische, geologische, biologische und ethnologische Forschungen vorgenommen werden. Das gesamte Programm der Wissenschaft, denn Dänemark ist daran interessiert, Grönland wirtschaftlich zu erschließen. Frühere Expeditionen im Nordosten Grönlands waren immer am Packeis gescheitert. Der deutsche Karl Koldewey war zwar 1870 bereits bis auf knapp 77 Grad Nord vorgedrungen, hatte dann aber umkehren müssen. Von Norden der Insel war Robert Edwin Peary, der später angeblich erste Mensch am Nordpol, entlang der Küste ein Stück nach Süden vorgedrungen, aber immer noch klafften riesengroße weiße Flecken auf der Landkarte. 25. Juli. Abends passierten wir den Polarkreis, ganz ohne Feierlichkeiten. Die Luft wird jetzt merklich kühler. 29. Juli. Gestern habe ich einen Rentierpelz empfangen. Koch kühlte meine Freude aber sehr ab, indem er sagte, ich hätte vermutlich einige hundert Läuse mitempfangen. Wir haben dann das Corpus Delicti gleich unter ärztlicher Hilfe mit Insektenpulver eingepudert. Mit dem Dänisch geht es jetzt besser. Ich kann wenigstens so viel verstehen und sprechen, dass die Leute meinen guten Willen sehen. Die polare Eiswelt schlägt Wegener in ihren Bann. Er steht tagelang an der Reling, schaut auf den morgendlichen Nebel über dem Wasser, sieht kleine Inseln, träumt und misst dann doch die Temperatur des Wassers, der Luft und die Feuchtigkeit. Am 31. Juli notiert er in sein Tagebuch: Gestern haben wir das erste Treibeis gesehen. Es sind farbenprächtige Bilder, diese wunderlichen Schmelzfiguren.
Ich war überrascht über die Schönheit. Leider konnte man es nicht fotografieren, es war zu dunkel. Wenige Tage später gelingen aber die ersten Fotos. Der Blick bei schönem Wetter über das Eis ist wirklich über alle Maßen schön. Nichts als Farbenglimmer. Das blaue Wasser, das saubere weiße Eis, die gelbrote Sonne, die hellgrünen Eisfüße unter Wasser, zauberhaft. Auf dem Eise kommen alle Farbtöne vor. Wir sahen eine Scholle, die durch die Sonne intensiv violett gefärbt war. Wir fotografieren jetzt wütend. Es ist aber auch zu herrlich. Mitte August erreicht die Danmark dann das Gebiet, in dem die Expedition ihr Winterquartier aufschlagen wird. Die Dovebucht auf etwa 77 Grad Nord, die sich südlich an Germanialand, eine Landzunge, anschließt. Germanialand wurde von Inuit früh besiedelt, später dann aufgegeben. Die ersten Europäer kamen 1870 mit der zweiten deutschen Nordpolarexpedition, angeführt von Karl Koldewey und Julius Payer, die sich vom Winterhafen des Expeditionsschiffs Germania bei der Sabineinsel fast 280 Kilometer nach Norden durchschlug. Unsere Fahrt durch den der Küste vorgelagerten Eisstrom war schwierig, aber glücklich. All die dortigen Eisverhältnisse kannten, waren darin einig, dass das Treibeis ungewöhnlich mächtig war. Umso größer war unsere Freude, als es nicht nur gelang, die Küste zu erreichen, sondern auch an dem für unsere Zwecke praktischsten Punkt, Kap Bismarck, einen guten Winterhafen zu finden. Es war am 15. August 1906, als wir langsam und vorsichtig, von Zeit zu Zeit in dem unbekannten Fahrwasser lotend, in die kleine Bucht hineindampften, die 2 Jahre hindurch unseren Aufenthalt bilden sollte und die wir später Danmarks Hafen tauften. Die Expeditionsteilnehmer bauen aus vorgefertigten Teilen ihr Winterhaus, die sogenannte Villa, auf. Die nächsten 2 Winter werden Wegener, Johann Peter Koch, der Botaniker Andreas Lundanger und der 2. Maler der Expedition Arge Bertelsen darin verbringen. Die anderen wohnen derweil auf dem Schiff. Die beiden Trupps können sich durch eine Telefonleitung verständigen. Heute ist alles Drachengepäck an Land geschafft worden. Nun will ich sehen, dass ich morgen die Winde in Ordnung bringen kann. Gestern packte ich die 2 Ballonkisten aus. Die Ballons kleben furchtbar, sind aber glücklicherweise noch nicht verdorben. Den einen habe ich gleich aufgeblasen, wobei er natürlich eine Menge Unrat auf sich geladen hat. Man kann sich eine noch so schöne Unterlage machen. Dann laufen ein paar Hunde darüber und alles liegt wieder voller Sand und Steine. Am 22. September gelingt der erste Ballonaufstieg. Es war kein Vergnügen, zu dreien, zeitweise zu vieren, den verklebten Ball auseinander zu pellen. Wir haben stundenlang daran gearbeitet und das Ende vom Lied war, dass einer ein Loch hineinriss. Das musste nun geflickt werden. Gummi saß nicht auf dem spiegelglatt gefrorenen Firnis. Und so musste ich nähen. Im Freien bei 7 Grad Kälte immerhin ein eigenes Vergnügen. Insgesamt hat er 125 sogenannte Hochaufstiege auch machen können. Cornelia Lüdecke. Das war sensationell, weil sowas gab es vorher noch gar nicht. Knapp 2 Jahre ist Wegener mit den Dänen unterwegs. 2-mal überwintert die Expedition im Norden Grönlands. Alle Arbeit draußen im Dunkeln ist unangenehm, weil man nichts sieht, schreibt Wegener am 11. Dezember 1906 in sein Tagebuch. Es ist merkwürdig, bis zu welchem Grade das Verlangen nach äußeren Eindrücken geht. Mit dem allergrößten Interesse sieht man die Fotos durch, die man selbst angefertigt hat. Man blättert rastlos in allen möglichen Büchern. Man liebt die elende Petroleumlampe, die über dem Tisch hängt, und hasst alle Arbeit draußen in der Dunkelheit. Ich habe in der Tat die Schwierigkeit der Winternacht unterschätzt. Dennoch, Wegener liebt, was er tut und wo er ist. Hier draußen gibt es Arbeit, die des Mannes wert ist. Hier gewinnt das Leben Inhalt. Mögen Schwächlinge daheim bleiben und alle Theorien der Welt auswendig lernen, hier draußen Auge in Auge der Natur gegenüberstehen und seinen Scharfsinn an ihren Rätseln erproben, das gibt dem Leben einen ganz ungeahnten Inhalt. Heute habe ich bei totenstiller Luft lange Zeit draußen gestanden und die Polarnacht genossen.
wie sie kalt und schweigend daliegen, diese harten, von gewaltigen Naturkräften einst polierten Felsenhügel. Nichts regt sich. Das Meer liegt in eisiger Starre, überglitzert vom Mondschein, der mit Mühe durch einen Schleier von Eiskristallen dringt. Nur eine Naturkraft ist hier wirksam. Sie arbeitet still, aber unaufhörlich. Die Kälte. Ihr Ziel ist eine Versteinerung der gesamten Natur. Langsam, aber unaufhaltsam wachsen die Eiskristalle und der rinnende Tropfen erstarrt. Selbst die Luft wird träger und träger. Den Frühling sehnen Wegner und alle anderen Expeditionsteilnehmer dennoch mit aller Kraft herbei. Das Ende der dauernden Dunkelheit. Der Moment, an dem die Sonne zum ersten Mal wieder über dem Horizont sichtbar wird. Am 9. Februar 1907 schreibt Wegner in sein Tagebuch: Heute sahen wir mittags die Sonne zum ersten Mal wieder. Der Winter ist vorüber. Meine Arbeitskraft wächst mit der Sonnendeklination. Die letzten Tage war ich sehr tätig. Schlafsack nähen, Drachenaufstiege, Nachtwache. Ab März gehen die Schlittenreisen los. Zunächst in größeren Gruppen, dann teilen sich die Expeditionsteilnehmer auf. Sie sammeln Fossilien, jagen zwischendurch immer wieder mal Bären, beobachten Luftspiegelungen, messen Temperaturen und Luftdruck und zeichnen Landkarten. Wegner ist gemeinsam mit dem zweiten Maat der Danmark Gustav Tostrup unterwegs. 65 Tage zu den Henrik-Kröyers-Inseln. Unser Proviant wird nach und nach knapp wie unser Petroleum. Gestern aßen wir zu Kaffee Erbswurst. Heute tranken wir anstelle von Kaffee einen Aufguss aus Fleisch, Schokolade und Kaffeeresten. Im Übrigen ist unser Küchenzettel recht einförmig. Erbswurst mit Pemmikan und Pemmikan mit Erbswurst. Die beiden dringen bis knapp zum 81. Breitengrad nach Norden vor. Ludwig Mylius Erichsen und zwei Begleiter sterben während einer mehrwöchigen Schlittentour. An einem Depot in Lambertland findet die Suchexpedition nur die Leiche von Jörgen Brönlund. Am 3. April kamen wir von der Zugschlittenreise zurück. Wir fanden Koch und Tobias von der Reise nach Norden zurückgekehrt. Sie hatten auf Lambertsland die Leiche Jörgen Brönlunds gefunden und sein Tagebuch mitgebracht. Mylius Erichsen und Hagen sind gleichfalls tot. Der arme Brönlund. Er lag in einer Erdhöhle, ohne Schlafsack, nur im Rentierpelz, die erfrorenen Füße in Zeug eingewickelt. Er hatte die Proviantkiste im Depot geöffnet und etwa ein Drittel des Inhalts verzehrt. Er kam Ende November zum Depot und legte sich den sicheren Tod vor Augen in die kleine Erdhöhle. Sein Tagebuch und die von Hagen angefertigte Kartenskizze legte er so, dass sie leicht zu finden waren. Er schrieb, er könne nicht mehr weiter wegen seiner erfrorenen Füße und wegen der Dunkelheit. Die Arbeit geht dennoch weiter. Sie muss es. Wegner baut eine meteorologische Station auf, am Rande des Inlandeises, etwa 50 Kilometer westlich ihrer Villa. Eine kleine Hütte am Mörkefjord, in der erst der ihm zugeteilte Assistent Peter Freuchen, ein Medizinstudent, und dann er selbst mehrere Wochen bis zum Juni 1908 allein leben, bis es wieder nach Hause geht. An das Alleinsein habe ich mich jetzt ganz gewöhnt und finde nichts Unangenehmes mehr darin. Nur der Mangel an Beschäftigung plagt mich. Wegner findet vieles heraus. Nach seiner Rückkehr aus Grönland im Sommer 1908 wird sein Leben arbeitsreich. Er schreibt Artikel über die Expedition, über die Probleme der Ballon- und Drachenflüge und über Eis- und Wasserdampf. Zwar weigert er sich, viele öffentliche Auftritte zu absolvieren, er möchte nicht, wie er sagt, als Polarbär vorgeführt werden, doch einen Vortrag kann und will er nicht absagen. Im September 1908 referiert er auf Einladung von Wladimir Köppen auf der Tagung der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Hamburg und wird dort angeschwärmt von der 16-jährigen Else Köppen, jenem Mädchen, dem Jo Ländle das rote Halstuch andichtete. Sie schreibt später: Was für schöne Lichtbilder Dr. Wegener zeigte und wie klar er sprach. Er war noch ganz braun gebrannt von der arktischen Sonne und der Seeluft. Sehr hell leuchteten die graublauen Augen aus dem dunklen Gesicht. Diese Augen. Wenn er seine Gedanken entwickelte, blickten sie ruhig in die Ferne.
Ab und zu blitzten sie plötzlich auf und er warf mir einen belustigten Blick zu. Ich kam nicht los von ihnen. Für Wegener steht die Arbeit im Vordergrund. Er wertet das Datenmaterial der Grönlandreise aus und habilitiert sich in Marburg in Meteorologie und Astronomie und wird dort Privatdozent für die beiden Fächer sowie kosmische Physik. Er schreibt sein Buch »Thermodynamik der Atmosphäre«, das sofort zu einem Standardlehrwerk für angehende Meteorologen wird und in der er die Eigenschaften der höheren Luftschichten beschreibt, obwohl man damals gerade mal Messwerte aus einem Dutzend Jahren zur Verfügung hatte. Wegener nimmt drei Schichten innerhalb der Erdatmosphäre an. Eine Stickstoffatmosphäre, die bis etwa 70 Kilometer Höhe reicht, eine Wasserstoffatmosphäre darüber und eine dritte Sphäre eines unbekannten leichten Gases, die er Geocoronum nennt und die bis 500 Kilometer aufragt. Sein Modell gilt heute als überholt. Man unterscheidet stattdessen mehr Schichten. Troposphäre bis 17 Kilometer, Stratosphäre bis 50 Kilometer, Mesosphäre bis 85 Kilometer, Thermosphäre bis 500 Kilometer und darüber die Exosphäre. Im darauffolgenden Sommer nutzte er die vorlesungsfreie Zeit, um hinauf nach Hamburg zu fahren. In Altona verließ er den Zug. Die Damen auf dem Bahnsteig trugen ihre Röcke fußfrei. Das gab es in Marburg nicht. Am Aufgang zur Treppe stand Köppen mit erhobener Hand. Hinter ihm tauchte Else auf und winkte mit einem Tüchlein. Wegener konnte nicht erkennen, ob sie bei der Begrüßung die Augen niederschlug, weil er es selbst tat. Jo Lendle beschreibt in seinem Roman, wie Wegener und Else Köppen sich langsam näher kommen und wie verwirrt der Wissenschaftler reagiert. Ihm war unerklärlich, wozu es solche Schönheit gab. Ihre Knöchel in den Sandalen, der sommerliche Rock mit dem Muster. Ihr Bauch lag vollkommen unbeweglich da, ganz flach, bis auf die paar Wellen, die ihre Bluse darüber schlug. Kein Zeichen von Atmung. Musste er schauen, ob sie noch am Leben war? Auch ihm war danach, neues Land zu gewinnen. Bislang hatte er von diesen Büstenhaltern nur gehört, die neuerdings das Korsett ablösten. Ganz offenbar trug sie ein solches Modell. Ihr Hals gefiel ihm. Wie zart und weiß die Haut dort war. Wegener schaut und schaut und denkt und denkt. Die Professorentochter handelt. Auf dem Heimweg war es Else, die nach seiner Hand griff, jetzt ohne Zweifel im Versuch einer Annäherung. Für einen Moment gingen sie schweigend. Dann begann er von seinen Messergebnissen zu berichten. Else hörte ihm zu. Seine Hand ließ sie nicht mehr los. Im Mai 1911 verloben sich Else Köppen und Alfred Wegener. Heiratspläne werden geschmiedet. Doch kurze Zeit später schreibt Wegener an seinen Freund und Schwiegervater in Spe, Wladimir Köppen. Sag Else, sie soll den Kopf nicht hängen lassen. Ich bin nun einmal solch ein Vagabund. Wegener will Else zwar heiraten, hat aber ein Angebot von Johann Peter Koch erhalten, das er nicht abschlagen möchte. Der dänische Polarforscher, mit dem er sich auf der Mylius-Erichsen-Expedition so gut verstanden hatte, bittet Wegener, mit ihm und zwei weiteren Forschern Grönland zu durchqueren. Wenn ich mich recht erinnere, war es im Frühjahr 1911, als Koch mich in Marburg besuchte, und wir entdeckten, dass wir unabhängig voneinander beide den Plan zu einer Durchquerung Nordgrönlands von Ost nach West gefasst hatten. Eigentlich war das gar nicht so merkwürdig, denn dieser Plan war ein Vermächtnis von Mylius Erichsen. Die Wissenschaftshistorikerin Cornelia Lüdecke. Koch hat geplant, von der Ostküste Grönlands zur Westküste zu gehen. Und das war für Wegener natürlich eine wahnsinnig tolle Herausforderung, um das, was Fridtjof Nansen 1888 bereits weiter im Süden gemacht hat, nochmal weiter im Norden durchzuführen. Man wusste schon, dass im Innern Grönland nur Eis ist, aber wie hoch das Eis liegt im Norden, das war auch noch nicht bekannt. Ausgangspunkt an der Ostküste soll wiederum wie schon 1906 Danmarkshaven am Kap Bismarck sein, Endpunkt Upernavik an der Westküste. Zum einen kennt man die Region und weiß, wo und wie man dort überwintern kann, um dann im Frühjahr 1913 loszuziehen. Zum anderen ist es bei der Durchquerung Grönlands generell besser, an der Ostküste zu starten.
Man überwintert, kann früh im Jahr aufbrechen und dann bis zur Westküste wandern. Diese ist im Unterschied zur Ostküste besiedelt und dort gibt es zwar wenigen, aber regelmäßigen Schiffsverkehr. So sind die Chancen besser, am Ende der Reise, wenn der Proviant und die Kräfte knapp geworden sind, auf Menschen und Unterstützung zu treffen. Was sich im Fall dieser Expedition auch als wichtig entpuppen wird. Ich glaube, der Antrieb war erstmal wirklich wissenschaftlich. Plus, dass er sich gerne betätigt. Ich würde nicht sagen, dass er ein Abenteurer ist. Das auf keinen Fall. Er ist ja kein Abenteuer eingegangen. Er ist mitgegangen. Es wurde geplant von einem Dänen, dem er vertraut hat, den er schon lange gekannt hat und sich gedacht hat, wenn ich da mitgehe, dann ist alles in besten Händen. Johann Peter Koch hat alles gut vorbereitet. Zur Übung führt er eine Vorausexpedition in Island durch, wo er, Wegener und die beiden anderen den Umgang mit den Ponys und den Hundeschlitten trainieren. Es gibt ein Winterquartier, das aus einzelnen, nummerierten, türgroßen Brettern besteht und mit Haken zusammengesetzt wird. Und so hat sich Wegener vorgenommen, während dieser Durchquerung auch wiederum meteorologische Messungen, in dem Fall nur Bodenmessungen. Das heißt, wenn er mit den Skiern unterwegs ist, dann misst er halt morgens, mittags, abends entsprechend Luftdruck, Temperatur und Feuchte und stellt fest, aus welcher Richtung der Wind kommt und was man sonst noch beobachten kann, wie Schneefall oder Schneedrift oder was auch immer, Nebel. Und das wollte er durchführen, weil dann hatte er einen Vergleich mit Messungen, die Nansen schon früher durchgeführt hat. Am 21. Juli 1912 erreicht das Expeditionsschiff Danmarkshavn. Die vier Männer, Johann Peter Koch, Alfred Wegener, Vigfus Sigurdsson und Lars Larsen, bringen in wochenlanger Arbeit ihre Ausrüstung und Vorräte auf den Gletscher. 7 Tonnen Gepäck. Die Ponys tragen die Hauptlast. Ja, sie brauchten Pferde, um das Material für die Überwinterung an den Eisrand zu bringen. Und da geht es hauptsächlich über eisfreie, schneefreie Strecken. Da hätte man Hunde und Hundeschlitten für den Transport nicht hernehmen können. Die Küste Grönlands sieht fast überall ähnlich aus. Felsen und Stein am Meeresufer, ein mehr oder weniger breiter Streifen Sand, Stein, Geröll und Felsen. Und dann steigt die Topografie mitunter steil an. Durch ein Moränenfeld hinauf zum Gletscher und Inlandeis. Um hier das Gepäck zu transportieren, sind die Ponys sehr nützlich, auch wenn sie ansonsten eher Ärger machen. Es gibt keine Bäume, an die man sie anbinden kann, sodass sie oft über Nacht weglaufen. So fesseln die Forscher die Tiere nachts untereinander an den Beinen zusammen. Und einiges mehr geht schief. Wegener stürzt und bricht sich eine Rippe an. Koch fällt später 8 Meter tief in eine Gletscherspalte, schlägt mit dem Kopf auf dem Eisrand auf und hat Glück, dass er mit ein paar gedehnten Sehnen und einem verstauchten Knöchel davonkommt. Am Fuß des Gletschers, auf dem sie ihr Zelt aufschlagen, brechen in der Nacht gewaltige Eismassen ab, knapp vor ihrem Lager. Am 30. September notiert Wegener in seinem Tagebuch: Welch eine Nacht! Es ist fast ein unbegreifliches Wunder, dass wir noch am Leben sind. Das Inlandeis hat gekalbt im großartigen Stil, gerade hier an unserer Aufstiegsstelle. Ich erwachte vom Krachen des Eises. Dabei fühlte ich, wie sich unsere Zeltscholle bewegte und das Zelt sich neigte. Im Meer wuchs eine Eismauer empor, höher und höher, brausend und zischend und im Mondschein glitzernd. Ein faszinierender Anblick. Es war der an der Südseite losgelöste Eisberg, der sich nach dem Kalben wälzte und seine wassertriefende Seite hoch in die Luft hinauftrug. Anfang Oktober bauen sie dann ihr Haus auf dem Gletscher auf. Die Überwinterung erfolgt nach Plan. Sie messen Temperaturen und Luftdruck, vermessen den Gletscher, optimieren mit Fell ihre Schlafsäcke, lesen Bücher über Thermodynamik und Glaziologie, ab und an einen Roman, spielen Schach oder nutzen das Grammophon. Am 10. Januar misst Wegener unter 50 Minusgrade. Im Haus sind es immerhin kuschelige minus 10 Grad. Am 17. Februar 1913 kommt die Sonne erstmals in Sicht. Am 19. April 1913 ziehen die vier Männer, Koch, Wegener, Wigfus und Larsen, dann los.
Am 7. Mai schreibt Wegener in sein Tagebuch: Es war unser Einzug in die große weiße Wüste. Weit wie das Meer dehnte sich die weiße Fläche vor uns, fast ringsherum den Himmel berührend. Wie Wogen auf dem Meer reihten sich die vom Wind gemeißelten Furchen aneinander in endloser Folge. Die langen, federnden Schlitten tanzten auf ihnen wie ein schnell segelndes Boot auf den Wellen. Diese äußere Zone des Hocheises ist kein gastliches Gebiet. Glashart, vom Sturme gepeitscht, ist hier die Schneeoberfläche, denn unter normalen Witterungsverhältnissen jagt hier der Sturm ununterbrochen den Treibschnee dahin. 1200 Kilometer ziehen die Männer über das Eis. Sie vermessen mehrmals täglich Temperatur und Höhe. Minus 32 Grad zeigt das Thermometer. Es ist etwas wärmer, als Wegener erwartet hat. Langsam steigt man auf, bis am 12. Juni die maximale Höhe von 2937 Metern erreicht ist. Johann Peter Koch notiert in seinem Expeditionsbericht: In dem Maße, wie wir weiter vorwärts kamen, ließ der Wind nach. In der Mitte von Grönland wurde es ganz still. Das Schneetreiben wurde von Nebel abgelöst. Der fast vollständige Mangel an Abwechslung macht schweigsam. Eine Fuchsspur gab uns Stoff zur Unterhaltung für 3 Tage. Ein Schneesperling, der uns über das Inlandeis folgte, wurde als zur Reisegesellschaft gehörend betrachtet. Wenn er ein paar Tage fort war und wir ihn dann wieder vor dem Zelte zwitschern hörten, war es etwas höchst Interessantes, das wir uns mitteilten und sorgfältig ins Tagebuch aufzeichneten. Diese Wanderung durch die weiße Wüste ist so schrecklich langweilig. Länge, Breite und Höhe, das sind die 3 interessantesten Dinge, die es hier gibt. Am Ende wird es noch einmal dramatisch. Die 4 Männer erreichen knapp an Proviant die westliche Eisgrenze, müssen dort aber tagelang ausharren. Es geht nicht weiter durch das wild zerklüftete Eis und die unzugänglichen Moränenlandschaften. Zudem versperren hoch angeschwollene Gletscherbäche den Weg. So sitzen sie tagelang komplett durchnässt vom Schneeregen und frierend unter einem überhängenden Felsen, leidlich windgeschützt durch einen Steinwall. 4 Männer und Chloe, der letzte überlebende Hund. Mich ließ die Kälte nicht schlafen. Zu essen hatten wir nichts. Endlich, am 15. Juli morgens, hörte der Schneefall auf und der Nebel riss hin und wieder auf, sodass der Fjord unter uns für kurze Augenblicke sichtbar wurde. Wir beschlossen aufzubrechen. Aber wir waren noch keine 30 Meter von unserer Hütte abgestiegen, als uns allen mehr oder weniger schlecht wurde. Koch musste sich setzen und konnte sogar in sitzender Stellung die ihn mehr und mehr überfallende Ohnmacht nicht mehr überwinden. Ich ließ mir von Wickfuss die Kampfertropfen geben und bot sie Koch. Er konnte den Löffel nicht mehr sehen und ich musste sie ihm in den Mund gießen. Die Erkenntnis, dass unsere Kräfte zu Ende waren und wir nicht mehr imstande waren, unseren Weg fortzusetzen, entsetzte uns. Mein ganzes Inneres lehnte sich dagegen auf und meine Geistestätigkeit konzentrierte sich in einem mächtigen Gedanken. Ich will leben. Wir gingen die paar Schritte zur Hütte zurück und schlachteten Chloe. Seit 37 Stunden hatten wir nichts mehr gegessen. Wir kochten fast die Hälfte des Fleisches und waren gerade dabei, die Portionen zu verteilen, als ich unter uns auf dem Fjord ein Segelboot bemerkte. Sie rufen und schießen mit ihren Gewehren in die Luft und tatsächlich, sie werden gehört und gerettet. Nach 56 Tagen erreichen Koch, Wegener, Wickfuss und Larsen am 15. Juli 1913 dank der Hilfe von Grönländern ihren Zielort Kangasuatsiaq, nördlich von Upernavik an der Nordwestküste. 1200 Kilometer durch das grönländische Inlandeis. Die Expedition hatte eine doppelt so lange Strecke zurückgelegt wie Fridtjof Nansen im Jahre 1888. Alexander von Humboldt hat irgendwo in seinen Werken geäußert, es sei so wenig Interessantes in den Polargebieten zu finden, dass sich Expeditionen dorthin nicht lohnten. Hätte er, wie wir, unter dem flimmernden Polarlicht gestanden, mit dem niederschmetternden Gefühl der Ohnmacht gegenüber dieser nicht etwa neu entdeckten, nein, seit Menschengedenken bekannten Naturerscheinung, er hätte nie und nimmer so gesprochen.
Dort oben, über uns, entrollte sich die strahlende Draperie in geheimnisvollen Bewegungen. Eine gewaltige Lichtsymphonie spielte in tiefstem feierlichen Schweigen über unseren Häuptern, wie um unserer Wissenschaft zu spotten. Kommt doch her und untersucht mich. Sagt mir, was ich bin. Macht Arktis süchtig? Eine Frage, die sich immer wieder stellt. Sehr viele Polarforscher sind im ewigen Eis knapp dem Tode entronnen, haben sich Nase, Zehen und Hände erfroren. Die meisten sind wieder zurückgekehrt in das endlose Weiß. In der dritten Stunde werden wir uns dieser Frage nähern, auch weil es Wegener wieder nach Norden ziehen wird. Doch dazwischen, nach den Nachrichten, in der zweiten Stunde der langen Nacht, beschäftigen wir uns mit einem anderen Thema, der Kontinentalverschiebung. Wie Alfred Wegener den Boden unter uns in Bewegung bringt und wie er selbst als situierter Professor lebt. Thank you.
Dazu gehört schon was, ein hohes Maß an Selbstsicherheit, vielleicht auch an Selbstüberschätzung. Der Glaube, dass man alles genau durchdacht hat, dass man nichts übersehen hat, nichts falsch berechnet, dass man es auch persönlich mit Neid und Anfeindungen aufnehmen kann. Sich hinzustellen, hochverehrte Professoren zu sagen und dann etwas darzulegen, was diese hochverehrten Professoren auf keinen Fall hören möchten. Magnificenz, spectabilis, hochverehrte Professoren. Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, die Gestalt der Erde, namentlich die Kontinentaltafeln und die ozeanischen Becken, aus einem einzigen umfassenden Prinzip heraus zu deuten. Ein unterdrücktes Raunen lief durch den Saal. Wegener wollte weitersprechen, doch er musste schlucken und räusperte sich hinter vorgehaltener Hand. So stellt sich Jo Ländle den 6. Januar 1912 vor, als Alfred Wegener in Frankfurt vor einer Versammlung der gerade mal 2 Jahre zuvor gegründeten Geologischen Vereinigung einen Vortrag hält. Der Titel: Die Herausbildung der Großformen der Erdrinde, Kontinente und Ozeane auf geophysikalischer Grundlage. Jo Ländle schreibt über die Stimmung im Saal und Wegeners Zuhörer. Sie ahnten, was er vorhatte. Ihnen den festen Boden unter den Füßen wegzuziehen. Sie waren nicht zum Applaus gekommen. Sie wollten ihn untergehen sehen. Manchmal können Fachfremde wirklich das ganze Weltbild umschmeißen. Cornelia Lüdecke, Meteorologin und Wissenschaftshistorikerin. Er hat den Mut gehabt, das gegenüber den Altvorderen einfach mal auszusprechen und hat wirklich sich vorne hingestellt, hat 1912 den Vortrag gehalten vor der Deutschen Geologischen Gesellschaft und hat dafür sehr, sehr viel Kritik zunächst mal einstecken müssen. Martin Meschede, Geologieprofessor aus Greifswald und Mitverfasser des vielleicht wichtigsten deutschen Lehrbuchs zur Plattentektonik. Das muss regelrecht tumultartig gewesen sein in diesem Vortrag. Was trägt Wegener so Unfassbares vor? Er wagt es, eine einzige Ursache zu benennen, die die Gestalt der Erde erklärt. Ursächlich sei das Prinzip der horizontalen Beweglichkeit der Kontinentalschollen. Überall, wo wir bisher alte Landverbindungen in die Tiefen des Weltmeeres versinken ließen, wollen wir jetzt ein Abspalten und Abtreiben der Kontinentalschollen annehmen. Das Bild, welches wir so von der Natur unserer Erdrinde erhalten, ist ein neues und in mancher Beziehung paradoxes, entbehrt aber nicht der physikalischen Begründung. Und andererseits enthüllt sich uns schon bei der hier versuchten vorläufigen Prüfung eine so große Zahl überraschender Vereinfachungen und Wechselbeziehungen, dass es mir nicht nur als berechtigt, sondern geradezu notwendig erscheint, die neue, leistungsfähigere Arbeitshypothese an die Stelle der alten Hypothese der versunkenen Kontinente zu setzen,
deren Unzulänglichkeit ja bereits durch die Gegenlehre von der Permanenz der Ozeane evident erwiesen ist. Sätze wie Hammerschläge, die die Vorstellungswelt der anwesenden Geologen erschüttern. Das letztendliche Prinzip, dem sämtliche tektonische Vorgänge auf der Erde unterliegen, dem unsere Erde ihre Gestalt und ihr Aussehen verdankt, soll eine horizontale Bewegung der Kontinentalschollen sein, eine Bewegung der Kontinente zur Seite? Wie kommt man auf eine solch absurde Idee? Alles umzustürzen, was die Geologie bis dahin denkt. Noch dazu als Meteorologe und Polarforscher, als fachfremder Wissenschaftler. Mein Zimmernachbar hat zu Weihnachten den großen Handatlas von André bekommen. Wir haben stundenlang die prachtvollen Karten bewundert. Schreibt Alfred Wegener im Januar 1911 in einem Brief an seine spätere Frau Else. Andrés allgemeiner Handatlas ist mit seinen großen doppelseitigen Karten der beste und schönste geografische Atlas der damaligen Zeit. Er wurde ursprünglich von dem deutschen Geographen Richard André herausgegeben. Dabei ist mir ein Gedanke gekommen. Sehen Sie sich doch bitte mal die Weltkarte an. Passt nicht die Ostküste Südamerikas genau an die Westküste Afrikas, als ob sie früher zusammengehangen hätten? Noch besser stimmt es, wenn man die Tiefenkarte des Atlantischen Ozeans ansieht und nicht die jetzigen Kontinentalränder, sondern die Ränder des Absturzes in die Tiefsee vergleicht. Alfred Wegener ist nicht der Erste, dem diese erstaunliche Passform der Kontinente auffällt. Die Entdeckungs- und Eroberungsreisen der Europäer hatten die Landkarten immer genauer gemacht. Die Küsten von Südamerika und Afrika waren vermessen und sie schienen auf allen Karten gut zueinander zu passen. Wie zwei Puzzleteilchen. So machten sich schon früh viele Menschen darüber Gedanken. Der flämische Kartograf Abraham Ortelius schrieb 1596, dass Amerika von Europa und Afrika durch Fluten weggerissen wurde. Der französische Mönch François Placé machte 1666 die Sintflut für die Trennung der Kontinente verantwortlich. Und der englische Philosoph Francis Bacon hatte 1620 ebenfalls auf die korrespondierenden Formen Afrikas und Südamerikas hingewiesen. Auch Alexander von Humboldt machte sich Gedanken über die Küstenähnlichkeiten. Im Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, schrieb er 1845. Man kann die amerikanischen Gebirgsketten jenseits des Ozeans im alten Kontinent nach Osten hin verfolgen und man erkennt, dass unter der gleichen Breite die alten Gebirge in den Gebieten von Pernambuco, von Minha, Bahia und Rio de Janeiro denen am Kongo entsprechen. Dieser Gedanke erscheint weniger gewagt, wenn man die alte und die neue Welt als gewaltsam durch das Wasser getrennt ansieht. Die Küstenformen, die zurücktretenden und vorspringenden Winkel von Amerika, Afrika und Europa deuten diese Katastrophe an. Was wir den Atlantischen Ozean nennen, ist nur ein durch Wassergewalt gegrabenes Tal. Der französische Geograph Antonius Nida-Pellegrini, 1802 bis 1885, ging noch einen Schritt weiter. Er gab 1858 das Buch »La création et ses mystères dévoilés«, zu Deutsch »Die Schöpfung und ihre enthüllten Geheimnisse« heraus, in der er auch eine Weltkarte veröffentlichte, auf der beide Amerikas, Europa, Afrika und Australien wie Puzzleteilchen zusammengefügt waren. So erklärte er die Ähnlichkeit der amerikanischen und europäischen Floren des Karbon- beziehungsweise des Steinkohlezeitalters. Vulkanausbrüche hätten die Erdteile auseinanderbrechen lassen. Ich glaube doch, du hältst meinen Urkontinent für fantastischer, als er ist. Wenn ich auch nur durch die übereinstimmenden Küstenkonturen darauf gekommen bin, so muss die Beweisführung natürlich von Beobachtungsergebnissen der Geologie ausgehen. Schreibt Alfred Wegener im November 1911 an den Meteorologen Wladimir Köppen, seinen späteren Schwiegervater. Und einen Monat später heißt es in einem weiteren Brief: Wenn sich zeigt, dass jetzt Sinn und Verstand in die ganze Entwicklungsgeschichte der Erde kommt, warum sollen wir zögern, die alte Anschauung über Bord zu werfen? Warum soll man 10 oder gar 30 Jahre mit dieser Idee zurückhalten? Ich glaube nicht, dass die alten Vorstellungen noch 10 Jahre zu leben haben. Was eine erheblich zu optimistische Einschätzung war.
Denn die Reaktion auf den Vortrag und die darauf folgende schriftliche Ausarbeitung, zunächst als Artikel in der Geologischen Rundschau, dann später als eigene Schrift, die er sukzessive immer wieder erweiterte, ist verheerend. Wegners Theorie wird von Geologen bezeichnet als Gedankenspielerei, die sich um Möglichkeiten herumrankt. Fantasiegebilde des Geophysikers, welche wie eine Seifenblase vergehen. Fieberfantasie der von Krustendrehkrankheit und Polschubseuche schwer Befallenen. Die Fachwissenschaftler sind empört, zumal sie damals gar nicht nach einem umfassenden Prinzip suchen. Sie beobachten, sie analysieren weniger. Geologie ist Geländearbeit, mit Hämmern werden Gesteinsproben herausgebrochen, mit der Lupe werden sie untersucht. Für Theorien, wie das System Erde funktioniert, ist da wenig Platz. Der Geologe und Paläontologe Max Semper urteilt, der Versuch, die Tatsächlichkeit der Kontinentalverschiebung zu belegen, ist mit unzureichenden Mitteln unternommen und völlig missglückt. Und er empfiehlt Wegener spöttisch, doch künftig die Geologie nicht weiter zu beehren, sondern Fachgebiete aufzusuchen, die bisher noch vergaßen, über ihr Tor zu schreiben, »O heiliger St. Florian, verschon dies Haus, zünd andere an!« Das damals vorherrschende geologische Modell der Erde beruht auf dem sogenannten Fixismus. Die meisten Geologen nehmen an, dass der Untergrund der Kontinente mit der Erdkruste fest verbunden sei. Alle Kontinente lägen seit ihrer Bildung an ein und derselben Stelle. Die Entwicklung der Erde prägten lediglich vertikale tektonische Bewegungen dieser äußeren Schicht, also beispielsweise Vulkanausbrüche, bei denen Material aus der Tiefe nach oben geschleudert wird, oder Absenkungen des Bodens. Verbunden wird der Fixismus mit der Kontraktionstheorie, die Mitte des 19. Jahrhunderts von dem französischen Geologen Elie de Beaumont formuliert wurde. Die Erde sei bei ihrer Entstehung ein glutflüssiger Himmelskörper gewesen, der sich im Laufe der Erdgeschichte immer stärker abkühle. Dabei schrumpfe sie. Seit Anbeginn der Zeit seien das Hunderte von Kilometern. Und wie bei einem austrocknenden Apfel, auf dessen Schale sich Runzeln bilden, entstünden auf der Außenhaut der Erde somit die Gebirge. Der Zusammenbruch des Erdballs ist es, dem wir beiwohnen, nennt der österreichische Geologe Eduard Süß, damals eine anerkannte Koryphäe, etwas pathetisch diesen Prozess. Doch Wegener lässt sich nicht beirren. 1915 erscheint die erste Auflage seines Buches »Die Entstehung der Kontinente und Ozeane« und in den folgenden Jahren erweitert er es sukzessive. Es wurde damals gesagt, also Fixisten, so ich versuche das mal mit meinen Worten so zu sagen, also ich glaube die Plattentektonik erst dann, wenn ich den Kopf von einem Fossil in Afrika und den Schwanz dazu in Südamerika gefunden habe. Im Prinzip hat Alfred Wegener genau das gemacht, dass er nämlich gesehen hat, ich habe in Südamerika und in Afrika exakt die gleichen Fossilien. Und es sind nicht nur die Fossilien, es sind die Gesteine, es sind die klimatischen Zusammenhänge, die einfach eins zu eins zusammenpassen, aber nur dann, wenn man Südamerika und Afrika wieder zusammenführt. Das ist wirklich sein Verdienst. Wegener behauptet, dass es im Paläozoikum, also vor mehr als 250 Millionen Jahren, einen Superkontinent gegeben hat, den er Pangaea, alles Land, nennt. Er sei im Laufe von Jahrmillionen auseinandergebrochen und die einzelnen Kontinentschollen driften seither langsam in verschiedene Richtungen. Auch ihre heutige Lage sei nur temporär. Die Landmassen, so seine Vermutung, schwimmen auf den Ozeanmassen. Das ist möglich, weil der Untergrund der Ozeane aus einem schwereren Material besteht als die Kontinente, was damals schon anerkanntes geologisches Wissen ist. Wegener nennt das Material der Kontinente Sial, weil die Gesteine überwiegend aus Silizium-Aluminium-Verbindungen bestehen, im Unterschied zu den Ozeanböden, wo Silizium und Magnesium, also Sima, vorherrschen. Wegener betrachtet die Kontinente nun als riesige Schollen, die auf der schwereren Sima-Schicht schwimmen, wie Eisberge auf dem Wasser. So können die Kontinente aufeinander zu- oder voneinander wegdriften. Wenn Kontinente auseinandertreiben, entsteht zunächst eine große Spalte, die sich langsam mit Meerwasser füllt. So entstand beispielsweise laut Wegener der Atlantische Ozean.
Treffen sich hingegen zwei Kontinente, so schieben die Schollen Gebirge auf. So entstanden der Himalaya, die Alpen oder auch die Anden. Und das erklärt auch, warum an vielen Kontinenträndern wegen der dauernden Bewegung und Reibung vermehrt Erdbeben und Vulkanausbrüche zu beobachten sind. Wegeners Theorie lässt sich in Einklang bringen mit der sogenannten Isostasie. Die Theorie kam Mitte des 19. Jahrhunderts auf und bezeichnet die Annahme, dass sich die Massen der Erdkruste und dem Erdmantel darunter im Gleichgewicht befinden. Wegener leitet daraus ab, dass sich die Gesteinsmassen in einem Schwimmgleichgewicht befinden. Zugleich verwirft Wegener die Theorie der Fixisten von einstigen Landbrücken, denn die Fixisten erklären sich die Existenz von ähnlichen Gesteinsformationen oder auch von Tier- und Pflanzenfossilien dies und jenseits des Atlantiks mit versunkenen Landbrücken zwischen den Kontinenten. Arch Atlantis verband angeblich Nordafrika und Südwesteuropa mit Florida und Arch Hellenis den Südwesten des afrikanischen Kontinents mit Teilen der Küste des heutigen Brasilien, Uruguays und Argentiniens. Diese Landbrücken könne es, so Wegener, nie gegeben haben. Das widerstreitet der modernen Lehre der Isostasie und überhaupt unserer physikalischen Vorstellung. Ein Kontinent kann nicht versinken, denn er ist leichter als das, worauf er schwimmt. Und dennoch, seine Theorie bleibt angreifbar. Der Greifswalder Geologieprofessor Martin Meschede. Das Problem Wegeners war schlicht und einfach, dass er keinen Mechanismus hatte, um die ganze Sache zum Laufen zu kriegen. Dieses Prinzip, dass quasi die Kontinente auf den Ozeanen schwimmen, so wie Alfred Wegener das zunächst mal gedacht hatte, das ist schlicht und einfach mechanisch nicht möglich. Wegener kann nicht erklären, warum sich die Kontinente bewegen. Er vermutet eine Polfluchtkraft, die bei einer rotierenden Kugel dazu führen könne, Kontinente Richtung Äquator zu schieben und eine Gezeitenreibung, die eine Westdrift der Kontinente hervorrufen kann. Er weiß aber selbst, dass diese Kräfte niemals ausreichen würden, kontinentale Krustensegmente aufzufalten und so Gebirge zu bilden. In der vierten Auflage seiner Entstehung der Kontinente und Ozeane schreibt er 1929: Für die Verschiebungstheorie ist der Newton noch nicht gekommen. Sprich, derjenige Wissenschaftler, der ein Prinzip für die Antriebskraft formulieren kann. So bleiben die ablehnenden Reaktionen in der Überzahl. Auch international werden Wegeners Thesen, die dritte Auflage des Buches wird ins Englische, Schwedische, Russische, Französische und Spanische übersetzt, weitgehend verworfen. Was die Geologen wohl besonders ärgert, Wegener ist kein Fachwissenschaftler, kein Geologe und wildert er doch in ihrem Gebiet. Denn Wegener ist eben vieles. Polarforscher, Meteorologe, Astronom, aber kein studierter Geologe. Physiker mit einem Hang, Zahlen und Berechnungen zu vermeiden. Naturbeobachter, der Aufsätze über das Klima in den Polarregionen schreibt und über seltsame Eisformationen und zwischendurch, fast wie beiläufig, die nächste erweiterte Auflage seiner Entstehung der Kontinente und Ozeane nachschiebt. Daher der wohl oft bissige, hämische und mitunter auch geradezu beleidigte und beleidigende Tonfall der Kritik. Nur mitunter blitzt auch bei denen, die Wegeners Thesen ablehnen, etwas auf, bei dem Freundlichkeit, Wohlwollen und Sympathie mitschwingt. Vor allem aus dem französischen Sprachraum kommt Anerkennung. Der Schweizer Geologe und Mineraloge Émile Argan lobt die Eleganz der Theorie. Und der Direktor des französischen Amtes für geologische Landaufnahme, Pierre-Marie Termier, scheint 1925 gar zu bedauern, dass er aus fachwissenschaftlicher Sicht Wegeners Modell der Kontinentaldrift ablehnt. Seine Theorie ist ein wundervoller Traum von Schönheit und Anmut. Der Traum eines großen Poeten. Die seiner Vermutung zustimmen, sind eine Minderheit. Darunter findet sich Johann Peter Koch, mit dem er Grönland durchquert hatte. Der schreibt über Wegeners Kritiker: Die Herren sind wie Kontinentalschollen. Sie lassen sich nur durch ungeheure, durch geologische Zeiträume wirkende Kräfte bewegen.
Diese Theorie war Zeit seines Lebens und sehr, sehr lange sehr umstritten, konnte gar nicht vor so langer Zeit bewiesen und belegt werden. Er selber hat es leider nicht mehr mitbekommen, wie sehr er gewertschätzt wird heute als einer der ganz großen Ideengeber der Geowissenschaften und der Erdsystemwissenschaft. Erdsystemwissenschaften, sagt Antje Boetius. Und sie erläutert auch, was unter diesem Begriff verstanden wird. Das bedeutet die Erkenntnis, für die auch Alfred Wegener steht, dass wir unsere Erde als Ganzes betrachten müssen für viele Forschungsfragen, um zu verstehen, wie sie zusammenhängen. Zum Beispiel ist die Frage der Kontinentaldrift, also des Bewegens der Kontinente, der Bildung von Ozeanbecken, der Bildung von Gebirgen, ein ganz wesentliches Element des Wetters und des Klimas auf der Erde und der Verteilung von Natur. Alexander von Humboldt hat darüber auch geforscht. Diese Frage, warum leben Pflanzen und Tiere an bestimmten Orten, wie sind sie verbreitet, wo sind sie noch zu finden, hängt fundamental mit Wetter, mit der Morphologie der Erdoberfläche zusammen. Und das meinen wir mit System, dass man wirklich die Erde als ein ganzes Ökosystem, als ein Planet, wo die verschiedenen Faktoren, also Atmosphäre, Erde, Land, Wasser, Eis, dass die alle zusammenhängen, sich gegenseitig bedingen, wo wir das wahrnehmen und als Ganzes erforschen können. Das sei auch heute das große Ziel der Naturwissenschaft. Es gehe nicht mehr so sehr um die Grenzen der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin, sondern um Systemverständnis. Zu verstehen, wie das System Erde funktioniert. Auch weil es so viele drängende Fragen gäbe, wie Klimakrise und Artenverlust. Die Theorie der Plattentektonik ist inzwischen wissenschaftlich anerkannt, wenn auch nicht genau so, wie sie Alfred Wegener formuliert hat. Es steht und fällt im Grunde genommen alles mit der Plattentektonik. Wir haben ja sämtliche Bewegungen. Alles, was irgendwie an Prozessen auf der Erdoberfläche abläuft, hängt letzten Endes ursächlich mit der Plattentektonik zusammen, in irgendeiner Form. Martin Meschede, Professor für Geologie an der Universität Greifswald. Das fängt allein damit an, dass die heutige Verteilung der Kontinente und Meere natürlich eine Folge der Plattentektonik ist. Natürlich müssen wir immer in anderen Zeiträumen rechnen, als das, was der Mensch irgendwo in der Lage ist zu begreifen. Da geht es immer dann um die Millionen Jahre. Nicht um die 100.000, sondern wirklich um die Millionen Jahre, wo man dann sieht, dass sich Dinge auch global und fundamental verändern. Anders als Wegener vermutet, wandern aber nicht nur einzelne Kontinente, sondern sehr viel größere Teile der Erdkruste. Auf den sich bewegenden Platten liegen die Kontinente, aber auch die Ozeane, und beide bewegen sich auf dem oberen Erdmantel, der sogenannten Asthenosphäre. Martin Meschede. Die ist also, sagen wir mal so, halb fließfähig. Ja, man kann sich das vielleicht vorstellen, so wie so eine Art auskristallisierten Honig, um eine bildliche Vorstellung zu bekommen, wie man sich diese Asthenosphäre vorstellen kann. Also ganz langsam ist die eben fließfähig, sodass wir dann durchaus Bewegungsgeschwindigkeiten von bis zu, zurzeit 8-9 Zentimeter pro Jahr der Platten dann tatsächlich hinbekommen. Angetrieben wird die Plattenbewegung durch zweierlei. Zum einen durch eine Gebirgskette unter dem Meer, die sich wie die Naht eines Tennisballs um die Erde zieht und beispielsweise auch mitten durch den Atlantik. Dort erhebt sich das Gebirge mit einer Höhe von bis zu 3000 Metern. Bereits 30 Kilometer unter der Erdoberfläche herrschen Temperaturen von bis zu 900 Grad Celsius. Deshalb tritt im Atlantik am sogenannten mittelozeanischen Rücken ständig neues Magma aus und schiebt dort die Erdplatten auseinander. Wir haben dadurch, dass wir Wärme haben, die aus dem Erdinneren nach außen dringt, Strömungen. Ja, und diese Strömungen, die werden in Gang gesetzt dadurch, dass heißes oder warmes Material leichter ist als kaltes. Und dadurch drängt die ganze Geschichte nach außen. Das ist der grundsätzliche Motor für alles, was wir haben auf der Erde. Ja, und für sämtliche Bewegungen auch in der Plattentektonik. Der andere Motor für die Plattenverschiebung ist die Subduktion. Sie entsteht dort, wo zwei Platten aufeinanderstoßen und die eine unter die andere absinkt. So taucht etwa die schwerere ozeanische Kruste im südamerikanischen Pazifik unter die leichtere kontinentale Kruste. Durch das Abtauchen erhöhen sich Temperatur und Druck der unteren Platte und wandeln das Krustengestein um. Es wird schwerer und zieht sich somit selbst weiter nach unten. Ozeanische Kruste ist im Wesentlichen aufgebaut aus basaltischem Material. Diese Gesteine, die werden aber in der Tiefe, in etwa um die 40, 50 Kilometer herum, werden die umgewandelt.
Durch den Hochdruck, durch die Temperatur werden die zu Eklogiten umgewandelt. Und diese Eklogitisierung, die führt dazu, dass das Material noch schwerer wird, als es sowieso schon ist. Denn eigentlich ist die ozeanische Kruste ein bisschen leichter als der lithosphärische Mantel, auf dem sie oben ja liegt. Aber dadurch, dass sie in die Tiefe kommt, in die Tiefe hinabgedrückt wird und dort wirklich zusammengepresst wird und schwerer wird, zieht das Ganze, diese Platte, nach unten. Das ist dann wie so, wie so in so einem Förderband, das dann von unten nach unten gezogen wird. Die Plattentektonik erklärt nicht nur, wie unsere Kontinente in Jahrmillionen entstanden sind und warum in Regionen wie der Antarktis oder der Arktis Fossilien gefunden werden oder große fossile Bodenschätze vermutet werden. Weil die Landmassen und Ozeane nicht immer dort waren, wo sie heute liegen, sondern in gemäßigten Klimazonen, wo Wälder wuchsen. Sie erklärt auch, wie sich beispielsweise in Jahrmillionen das Klima wandelte, denn die Verteilung von Land und Meer ist entscheidend dafür. Der Golfstrom, der dafür sorgt, dass an die Küsten Westeuropas warmes Wasser strömt und deshalb hier ein gemäßigtes Klima herrscht, entstand erst vor etwa 4 Millionen Jahren, als sich die Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika schloss. Da ist die Plattentektonik wirklich von entscheidender Bedeutung. Solche Strömungssysteme, die sind für unser Weltklima von wirklich fundamentaler Bedeutung. Und wenn die verändert werden, wenn deren Fluss verändert wird, verändert sich das Weltklima. Und jetzt gerade was die Antarktis angeht, das ging im Grunde genommen vor etwa 30 Millionen Jahren los, dass sich Australien von Antarktis löste und dazwischen dann eine immer breiter werdende Meeresstraße sich öffnete. Und das heißt dann in der Folge konnte sich ein immer stärkerer Strom einstellen. Das ist der zirkumantarktische Polarstrom, der quasi die Antarktis komplett von der Welt ansonsten klimatisch abriegelt. Deswegen bleibt es da unten kalt. Wenn wir da unten eine Barriere hätten, dass dieser zirkumantarktische Polarstrom nicht funktionieren würde, dann würde ein viel stärkerer Nord-Süd-Ausgleich stattfinden, mit dem Erfolg, dass das Eis komplett abschmilzen würde und wir insgesamt sehr viel weiter verbreitet warme Temperaturen hätten. Wie es sie vor dem auch mal gab. Heute versuchen Forscher mit Eiskernbohrungen herauszufinden, wie sich das Klima in Jahrtausenden änderte. Forscher des Alfred-Wegener-Instituts sind führend mit dabei. Antje Boetius erläutert, wie man sich den Klimaveränderungen nähert. Auf Grönland wie auch in der Antarktis, da haben wir ja die großen Eisschilde der Erde. Das ist ganz anders als beim Meereis. Das Meereis bildet sich ja jedes Jahr neu und besteht eben aus gefrorenem Seewasser. Aber die Eisschilde und die Gletscher der Erde sind ja langfristige, langsam wachsende Ablagerungen aus Schnee. Schnee, der sich ansammelt und dann durch sein Eigengewicht immer stärker komprimiert und dann eben diese Eisschilde bildet, die dann zwischen den Schneeflocken die kleinen Bläschen Atmosphäre einschließt, sodass wir, wenn wir einen Eiskern bohren in Grönland oder in der Antarktis, da können wir ja 1-2 Kilometer tief bohren und können dann eine Klimarekonstruktion der Zusammensetzung der Atmosphäre aus diesen winzigen Luftbläschen, die erhalten geblieben sind, entnehmen. Und das ist auch ganz wesentlich in dieser Diskussion, wo stehen wir denn heute mit dem CO2-Gehalt, wann war er das letzte Mal so hoch und was war da eigentlich los? Zudem hat die Plattentektonik heute durchaus eine politische und wirtschaftliche Bedeutung, vor allem wegen der Erderwärmung. Der Klimawandel hat dazu geführt, dass mehr und mehr Probleme wieder zutage treten, die tatsächlich unter dem ewigen Eis begraben waren. In der Tat hat das schmelzende Meereis zu einer Veränderung geführt, die auch auf die geopolitische Lage sich auszuwirken beginnt. Michael Paul forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin zu Fragen maritimer Sicherheitspolitik. Seit einigen Jahren gerät die Nordpolarregion in den internationalen Fokus. Grund dafür sind wirtschaftspolitische und sicherheitspolitische Interessen. Wegen des Klimawandels taut das Eismeer. Und die bislang nur in Ausnahmefällen schiffbare Nordostpassage entlang der russisch-sibirischen Küste wird seither als Transportweg immer interessanter. Der 6500 Kilometer lange Seeweg kann Atlantik und Pazifik entlang der Küsten von Europa und Asien miteinander verbinden. Die nördliche Seeroute, wie sie von den Russen als solche bezeichnet wird, ist für Russland von eminenter Bedeutung, weil die Bodenschätze, die in Sibirien ausgebeutet werden, Öl und Gas insbesondere,
von dort verschifft werden und als Haupttransitweg ausgebaut werden soll. Russland verspricht sich von der nördlichen Seeroute letzten Endes, dass in einigen Jahrzehnten sie sogar den Suezkanal ablöst. Große Teile des Nordpolargebietes liegen auf den Staatsgebieten von 8 Ländern. Die USA, Russland, Kanada, Norwegen, Dänemark mit Grönland sowie Island, Schweden und Finnland, wobei die letzteren drei keinen direkten Zugang zum Nordpolarmeer besitzen. Das Seerechtsabkommen der Vereinten Nationen teilt das Meer in verschiedene Rechtszonen auf. Die ausschließliche Wirtschaftszone erstreckt sich 200 Seemeilen von der Küste ins Meer. Hier besitzt ein Staat automatisch das alleinige Recht, Rohstoffe abzubauen, Forschung zu betreiben oder die Fischbestände auszubeuten. Unterhalb der Küste liegt der sogenannte Festlandsockel. Er kann auf Antrag bei der UN über die 200-Seemeilen-Zone erweitert werden, was oftmals interessant ist, denn ein Land bekommt auch im definierten Festlandsockel hoheitliche Rechte, um die Ressourcen zu nutzen. Dazu muss ein Staat aber beweisen, dass es sich bei dem Meeresboden um eine natürliche Verlängerung der eigenen Landmasse handelt. Russland, Dänemark und Kanada versuchen seit Jahrzehnten mit Hilfe seismologischer Studien nachzuweisen, dass die Bergrücken am Boden des Arktischen Meeres natürliche geologische Fortsätze ihres Festlands sind. Sie hoffen auf ausbeutbare Bodenschätze. Kanada reichte im Mai vergangenen Jahres einen 2100 Seiten starken Antrag bei der UN-Festlandsockelkommission ein, der Ansprüche auf rund 1 Million Quadratkilometer Meeresfläche einschließlich des geografischen Nordpols anmeldete. Den aber reklamiert auch Russland für sich. Das Land pflanzte bereits im Mai 2007 dort seine Flagge in den Meeresboden. Nach meinem Kenntnisstand dürfte, wenn dann, Russlands Anspruch bis zum Nordpol reichen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dem so stattgegeben wird. Aber die Entscheidung der Festlandsockelkommission steht aus. Und diese Entscheidung ist schwierig, denn bei der Plattentektonik ist längst nicht alles geklärt. Martin Meschede. Wir haben 7 große Platten und zahlreiche kleine. Warum ist das nicht regelmäßig? Ja. Wenn eine Flasche auf dem Boden zersplittert, haben wir große und kleine Scherben. Ja, aber wir können nie sagen, wo sind die großen, wo sind die kleinen. Das sind Spannungskräfte, die da wirken. Und manchmal sind die Spannungskräfte so, dass eben nur eine kleine Platte entsteht. Ja, und das andere Mal bleiben große Platten ziemlich lange erhalten. Die Platten schieben sich untereinander, sie brechen auf, sie stoßen aneinander. Die Abgrenzung der einzelnen Platten voneinander ist deshalb oft nicht einfach. Vor allem in Regionen, wo mehrere aufeinandertreffen, wie im arktischen Raum. Detailfragen, die bedeutsam sind. Es ist eben noch nicht alles geklärt in der Plattentektonik. Wie überhaupt in der Wissenschaft, was Forscherinnen wie Antje Boetius begeistert. Wenn man Forscherin oder Forscher gerne ist, dann ist das ja gerade das Magische, dass es einfach immer Entdeckungen gibt. Große Entdeckungen, große Fragen, Hypothesen. Und manchmal trägt man wirklich nur ein ganz kleines Schrittchen bei und manchmal eben auch einen ganz großen Schritt. Und das weiß man ja nie genau vorher. Und es ist sehr, sehr schön, dieses Gefühl, dass alles Wissen dann irgendwie wieder zusammenfließt und dass es auch da Überraschungen gibt und man manchmal Dinge lernt und bearbeitet, wo man dann vielleicht enttäuscht ist, weil es nicht so ganz groß rausgekommen ist. Und dann ein paar Jahre später entdeckt wieder jemand anders, dass genau der Beitrag, den man da geschrieben, gedacht, gemacht hat, wiederum die Lösung ist für ein anderes Rätsel. Das Suchen, das Fragen, das Entdecken, sagt Antje Boetius, mache den Kern der Wissenschaft aus, auch wenn man nicht wisse, was rauskomme. Ein unendlicher, kreativer Prozess. Es ist ja gar nicht so anders, was die Wissenschaft angeht, als bei allen anderen kulturellen Leistungen des Menschen. Man kann sich ja genauso fragen, ist es nicht entsetzlich, wenn man Künstler ist oder Dichter? Man schreibt ein Gedicht, wann ist es eigentlich fertig? Sind jemals die Worte ästhetisch genug in der Zusammenstellung? Ist ein Bild jemals fertig? Ist ein Kunstwerk jemals fertig? Naja, es ist schon irgendwann fertig. Man entscheidet selbst, wann hört man hier auf und macht den nächsten Schritt woanders hin und macht dann da weiter.
Und oft kommt man wieder zurück und sieht etwas dann neu. Also dieser Prozess des Denkens, des sich durch Raum und Zeit Bewegens mit Kreativität, mit großen Fragen, das finde ich sowohl in der Kunst wie in der Wissenschaft eine ganz befriedigende Situation. Gerade dass es nie fertig ist, ist für mich gerade ungeheuer befriedigend. Wegener geht es wohl ähnlich. Springen wir zurück ins Jahr 1913 zu seiner Rückkehr von seiner zweiten Grönland-Expedition, bei der er knapp dem Hungertod entging. Schnell wieder aufgepäppelt, kommt er am 17. Oktober in Kopenhagen an, wo er seine Verlobte Else Köppen trifft, fährt mit ihr nach Hamburg und dann weiter nach Zechliner Hütte zu seinen Eltern. Am 16. November heiraten er und Else Köppen. Unsere Hochzeit fand in kleinem Kreis in meinem Elternhaus in Hamburg statt. Nur mein Schwager Kurt konnte von der Familie Wegener als Trauzeuge dabei sein. Alfred war reisemüde aus Grönland zurückgekommen und sehnte sich nach einem ruhigen Heim. Wir hatten in Marburg eine große, aber billige Wohnung gefunden. Eine vorgewölbte Wand in Alfreds großem, hellen Arbeitszimmer forderte geradezu heraus, dort das schöne Eisbärfell von der Danmark-Expedition aufzuhängen. Sein Schreibtisch war nach seinen Angaben angefertigt und immer ganz mit Papieren bedeckt. »Komm bitte nicht auf den Gedanken, hier Staub wischen zu wollen«, wurde ich ermahnt. Da verkannte er aber meine Herkunft, denn ich hatte von meiner Mutter längst gelernt, einen mit Papieren überladenen Schreibtisch zu behandeln, ohne Unordnung zu stiften. Aber ich staunte immer, mit welcher Sicherheit Alfred aus dem scheinbaren Chaos das rausfischte, was er haben wollte. Doch das häusliche Idyll währt nicht lange. Im März 1914 wird Wegener zu einer Militärübung eingezogen, im August dann zum Fronteinsatz nach Belgien. Else Wegener ist im 9. Monat schwanger. Als Hilde 3 Tage alt war, kam er zum ersten Mal verwundet heim. Ein glatter Durchschuss durch den Unterarm beim ersten Gefecht hatte ihn zurückgebracht. 14 herrliche Tage war er da, schreibt Else Wegener später in der Biografie ihres Mannes. Und der äußert sich selbst in einem Brief im September 1914 an seinen Schwiegervater. Mit der Wissenschaft gebe ich mich jetzt nicht ab, habe sie vielmehr für die Zeit des Krieges ganz an den Nagel gehängt. Man kann nicht zwei Herren dienen. Und da ich nun einmal Soldat sein muss, so will ich es auch möglichst ganz und mit Begeisterung sein. Und die Wissenschaft stört mich immer in dieser Begeisterung. Ich bin nicht so empfänglich für Massensuggestionen wie die meisten anderen Menschen. Trotzdem hat sie mich glücklicherweise schon so weit gepackt, dass ich, wie ich glaube, bisher ein guter Soldat gewesen bin. Die Schlacht hat mich wirklich gefangen genommen. Ich war dabei Feuer und Flamme. Darin zeigt sich sicherlich seine Inkongruenz gegenüber allen sozialen Massenstimmungen. Er war ein gedanklicher Einzelgänger, ein autonomer Denker. Und in dem Krieg ist das eben ein Moment, wo er natürlich erlebte, wie rechts und links von ihm Begeisterung war. Er merkte in sich, er kann die Begeisterung nicht aufbringen, aber er macht halt mal mit. Sagt Jo Ländle über seinen Romanhelden. Und das Mitmachen kann natürlich dann auch etwas auslösen. Die Euphorie des Kampfes verdrängt die Grausamkeit des Tötens, getragen durch Adrenalin. Heute waren wir in vorderster Linie. Dicht über unsere Köpfe hinweg pfiffen und heulten die Granaten, um dann 500 Meter vor uns in die feindliche Stellung einzuschlagen. Bei uns war inzwischen der Befehl zum Vorgehen wiederholt worden. Wir benutzten dazu die Zeiten, wo alles in Pulverdampf gehüllt war. Immer wenn die Kugeln lebhafter pfiffen, suchten wir uns zu verstecken. Und wenn der Kugelregen nachließ, pirschten wir uns kriechend weiter heran. Jetzt waren wir schon bis zur Einfahrtsstraße des Dorfes vorgedrungen und setzten die Seitengewehre auf. Dann ging es mit Hurra ins Dorf hinein. Die Franzosen hatten es zum größten Teil geräumt, aber hier und da waren noch einige Fanatiker, die noch aus dem Versteck bis zum letzten Augenblick schossen. Wenn sie dann schließlich ausrissen, wurden sie heruntergeknallt. Bei der enormen Aufregung und der wahnsinnigen Anstrengung waren die menschlichen Empfindungen fast ganz verdrängt. Was fortzulaufen versuchte, wurde erbarmungslos erschossen. Weiter
und immer Hurra gebrüllt. Über ein paar Leichen hinweg zum Dorfausgang, da pfiffen auch schon die ersten Kugeln. Wir liefen ein paar Schritte zurück. Jetzt pfiff eine Kugel dicht an meinem Ohr vorüber. Die war gezielt. Wieder eine Kugel, wieder haarscharf an mir vorbei. Patsch, kriege ich einen Schlag an den Hals, dass ich mich einmal um mich selbst drehte. Das war ein Treffer. Ich wunderte mich, dass ich kein Blut rinnen fühlte und dachte zuerst, es wäre nur ein Streifschuss, der auf den Kragen geschlagen wäre. Ich bat einen der Leute nachzusehen, ob etwas kaputt wäre, und war sehr erstaunt, als er mir die Kugel aus der Wunde zog. Damit ist für Wegener der Krieg als aktiver Soldat beendet. Ein Arzt stellt zusätzlich zur Verwundung noch einen Herzfehler fest, den er sich vermutlich bei der Grönlanddurchquerung zugezogen hatte. Er wird im militärischen meteorologischen Dienst eingesetzt, berechnet die Winde und Luftströme für den Einsatz der Zeppeline und pendelt zwischen Marburg und seinen Einsatzorten wie Antwerpen, Mühlhausen oder Sofia hin und her. Blickt man in ein Verzeichnis von Wegeners Publikationen, so kann man kaum glauben, dass in Europa Krieg tobt. Für die Jahre 1914 bis 1918 verzeichnet diese unbedeutend weniger Titel als in den anderen, den normalen Jahren. Der Romanautor Jo Ländle hat eine zusätzliche Erklärung für Wegeners Konzentrationsfähigkeit und wissenschaftliche Schaffenskraft. Das Menschliche ist schwer und der Austausch mit anderen ist verunsichernder als die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Aufgaben. Die Flucht auch in wissenschaftliche Aufgaben, um nicht einfach nur als Mensch übrig zu bleiben. Es gibt etwas Beruhigendes in der Durchrechenbarkeit von Wissenschaft. Die vielen, vielen Messreihen, die Wegener in seinem Leben gemacht hat, in allem, eisdicken Messungen, eben diese unablässigen Ballonaufstiege zur Temperaturmessung in den Luftschichten und so weiter. Jede einzelne ist belegbar, aber ich denke auch, man braucht einen Antrieb, sich diesen konkreten Aufgaben zu widmen, in denen für mich irgendetwas steckt von, da habe ich auch was zum Festhalten. Obwohl Wegener fachwissenschaftlich in unterschiedlichen Disziplinen anerkannt ist und unter den Geologen natürlich umstritten, bleibt seine Lebenssituation nach dem Krieg einigermaßen prekär. Im März 1918 wird dem Ehepaar die zweite Tochter geboren, im April 1920 die dritte. Im Januar 1919 nimmt er wieder die Vorlesungen in Marburg auf, immer noch als Privatdozent, der davon lebt, was die Studierenden ihm an Hörergeld zahlen. Für Meteorologie oder Geophysik gab es in Deutschland keine Professuren, die nicht mit dem Direktorenposten eines Instituts verbunden waren. Und auch die waren dünn gesät. Die einzige rein wissenschaftliche Stelle für Meteorologie hatte mein Vater als Meteorologe der Deutschen Seewart inne. Wladimir Köppen ist fast im Pensionsalter. Seine Stelle wird somit frei. Und so zieht die Familie Wegener im April 1919 nach Hamburg. Im gleichen Jahr wird die Hamburger Universität gegründet, wo Wegener 1921 außerordentlicher Professor wird. Die Zeit in Hamburg ist ein Intermezzo. Wegener arbeitet weiter an seiner Theorie der Kontinentalverschiebung und sucht neue Belege dafür, verfasst Aufsatz auf Aufsatz, ärgert sich über die Bürokratie, die mit seiner Stelle verbunden ist, und ist glücklich, wenn er Feldforschung betreiben kann. Höhepunkt dieser Forschungsarbeit ist eine Schiffsreise über Antwerpen nach Havanna und weiter nach Veracruz und New Orleans zur Erforschung der Höhenwinde per Ballon über dem Atlantik als Grundlage für den kommenden transatlantischen Flugverkehr per Zeppelin. Die Amerikareise ist ein einsamer Höhepunkt, denn sehr glücklich ist Wegener in Hamburg nicht. Das Geographische Institut, an dem er Vorlesungen hält, liegt westlich der Außenalster, die Seewarte am Hafen, das Geologische Institut östlich der Alster und die Familie lebt in Großborstel im Norden der Hansestadt. Wegener ist ständig gestresst vom Unterwegssein in der ungeliebten Großstadt. Und 1922 sagt er zu seiner Frau:
Noch 10 Jahre Hamburg und ich bin erledigt. Dazu kommt es nicht. Im selben Jahr erhält er das Angebot, in Graz den Lehrstuhl für Meteorologie und Geophysik zu übernehmen. Dort ist man überzeugt, in Wegener genau den richtigen Mann gefunden zu haben. Alfred Wegener, gleich bekannt als Forscher und Forschungsreisender, muss als der bedeutendste reichsdeutsche Meteorologe bezeichnet werden. Wenn auch zugegeben werden muss, dass der Schwerpunkt seines wissenschaftlichen Schaffens wohl in der Untersuchung nicht rein meteorologischen Inhalts liegt. Heißt es in einem Gutachten. Seine Vielseitigkeit, die sich auf allen Gebieten meteorologischer und geophysikalischer Forschungen bewährt hat und ihre Erklärung in seiner umfassenden physikalisch-astronomischen Vorbildung findet, ist gepaart mit erstaunlichem Fleiße einerseits und Ideenreichtum und Kühnheit der Erfassung andererseits. Trotz seiner Vielseitigkeit ist er einer der wenigen Forscher, denen man einen spezifisch meteorologischen, dem Problem der Meteorologie angepassten Spürsinn nachrühmen kann. Eigentlich könnte man sich schnell einigen. Wegener will aus Hamburg weg. Graz will ihn. Doch seine Frau zögert. Sie möchte ihre recht betagten Eltern nicht allein in Hamburg lassen. Die willigen ein, mit nach Graz zu ziehen. Was Wegener freut, sucht er doch ständig die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit seinem Schwiegervater. Trotzdem gestaltet es sich schwierig. Die Gehaltsvorstellungen zwischen dem Ministerium, dem die Hochschulen unterstehen, und Wegener liegen noch deutlich auseinander. Es geht um Dinge, die man bei Wegener, der sich eigentlich so sehr der Wissenschaft verschreibt, gar nicht vermutet. Die Anrechnung von Dienstjahren, sich daraus ableitende Gehaltseinstufungen und Pensionsansprüche. Schließlich setzt Wegener sich durch. Und am 28. April 1924 wird er rückwirkend zum 1. April ordentlicher Professor der Meteorologie und Geophysik an der Universität Graz. Gleichzeitig wird er österreichischer Staatsbürger. Am 10. Mai hält er seine Antrittsvorlesung zu keinem meteorologischen Thema, sondern zur Kontinentalverschiebung. Ich glaube, Wegener war weiter, als es scheint, sagt der Geologieprofessor Martin Meschede. Denn es gibt durchaus Aufzeichnungen aus den 20er Jahren, die nicht unbedingt von ihm sind, aber die auf ihn zurückgehen, wo er eigentlich schon dieses Prinzip der Strömungen im Erdmantel dann auch nachvollzogen hat. In Wien leitet damals Otto Ampferer die Geologische Bundesanstalt. Der Alpengeologe hatte schon 1906 die sogenannte Unterströmungstheorie entwickelt, nach der zäh fließende Magmaströmungen im Untergrund für tektonische Vorgänge verantwortlich sind. Diese Theorie nimmt Robert Gangolf Schwinner in Graz auf. Er benennt thermisch bedingte Konvektionsströme im Erdmantel unterhalb der starren Erdkruste als die treibenden Kräfte bei der Bildung von Gebirgen, was der aktuellen Auffassung von treibenden Kräften in der Plattentektonik nahekommt. Schwinner ist ein direkter Kollege von Alfred Wegener, doch bleibt der fachliche Austausch zwischen beiden merkwürdigerweise aus. Jo Ländle vermutet in seinem Roman, dass Schwinner Wegener einfach nur unsympathisch ist. Er erfindet eine Einladung der Eheleute Schwinner in Wegeners Haushalt. Eine Idee Elses. Wegener war der bucklige, immerzu verschwitzte Kollege seiner unleidlichen Art wegen so verhasst, dass es ihm, nachdem die beiden eine Viertelstunde vor der Zeit eingetroffen und von Else mit großer Geste zum feierlich gedeckten Tisch geleitet worden waren, bereits bei der Suppe reichte. Voller Stolz berichtete Else, ein Teil des Gemüses für die Bouillon stamme schon aus dem eigenen Garten, während Schwinner mit offenem Mund auf dem Eierstich kaute. Wegener bereute, einen ganzen Abend an den Kerl verschwendet zu haben. Vom Hauptgang an, es gab Wild, berichtete Schwinner von seinen Leistungen auf dem Feld der Mathematik, wobei er auch weitersprach, wenn er sich mit der Serviette nacheinander Mundwinkel, Nase und Stirn abwischte. Und in einer weiteren Szene erzählt Ländle, wie Schwinner versucht, mit Wegener ein Gespräch über seine Idee der thermisch bedingten Konvektionen zu führen, wie Wegener ihm dabei fast davonläuft. Schwinner ihm aber hinterher noch einen Aufsatz dazu zusendet, von dessen 100 Seiten Wegener nur die ersten Absätze überfliegt und ihn dann ermattet beiseite legt.
Ob die wissenschaftliche Erkenntnis in dem Fall nur daran scheiterte, dass einer dem anderen unsympathisch ist? Oder war manchmal das ganze Grazer Professorenleben einfach zu viel? An der Universität herrschte zwangloser Verkehr, bei dem es jedem freistand, mitzumachen oder nicht. Wir pflegten wenig Geselligkeit. Alfred brauchte seine Abende zum Arbeiten. Sehr anregend war in einem Winter ein sonntäglicher Leseabend mit Kollegen, bei dem viel über das Gehörte diskutiert wurde. Auch zu Hause haben wir viel gemeinsam gelesen. Unser ganzes Leben erhielt in Graz einen ruhigen Gang. Hier gab es keine aufreibenden Straßenbahnfahrten. In 20 Minuten war Alfred zu Fuß ins Institut. So hatte er neben der wissenschaftlichen Arbeit viel mehr Zeit für die Familie. Eine bürgerliche Idylle. Ein großer Haushalt, drei Töchter, Elses Eltern, drei Generationen unter einem Dach. Wir waren nahe dran, im schönen Graz in bürgerlichem Wohlsein zu versinken. Mein Mann lebte ganz in seiner wissenschaftlichen Arbeit. Sonntags machten wir in der reizvollen Umgebung mit den Kindern unsere Tieftouren, wie er zu sagen pflegte. Im Herbst Hochtouren in den Alpen, im Winter Skiausflüge. Das schien so in alle Ewigkeit weitergehen zu sollen. All diese Unternehmungen waren nur die Begleitmusik zu dem eigentlichen Anliegen meines Mannes, der Förderung seiner wissenschaftlichen Karriere. Die glücklichen Jahre in Graz nennt Else Wegener diese Zeit in der Biografie ihres Mannes. Aber stimmt das? Der Romanautor Jo Lendle hat seine Zweifel daran. Er glaubt eher, dass Wegener dort etwas vermisst, das Gefühl des Lebens, der Existenz. Wegener spürte, dass er auch in Graz dem Jammer seines Lebens nicht entkam. Dass ihn angesichts des bürgerlichen Lebens Unsicherheit überfällt, auch eine Angst vor Stetigkeit, davor, dass es immer so weitergeht. Wegener musste sich eingestehen, in Graz auf eine entscheidende Veränderung im Fortgang seines Lebens gehofft zu haben. Er hatte sich gewünscht, durch das Prädikat einer ordentlichen Professur eine Haltung zu entwickeln, die ihm erlaubte, fester aufzutreten. Er hatte sich Würde gewünscht, ein wenig Stolz, und er hatte gehofft, dass ihm dies von außen zugetragen wurde. Nun spürte er, dass eine solche Haltung von innen heraus wachsen musste. Dort war aber nichts zu finden. Er will raus. Raus aus dem bürgerlichen Leben, raus aus den Vorlesungssälen, raus aus den Sonntagsausflügen. Nicht an die nächste Auflage der Kontinentalverschiebung denken müssen oder an die der Thermodynamik der Atmosphäre. Vielleicht fallen ihm seine eigenen Worte ein. Hier draußen gibt es Arbeit, die des Mannes wert ist. Hier gewinnt das Leben Inhalt. So hatte er früher über die Arktis geschrieben. Vielleicht fällt ihm das wieder ein, als er Vorstandsmitglied der Internationalen Studiengesellschaft zur Erforschung der Arktis mit dem Luftschiff wird oder als er 1928 mit seinem ehemaligen Mitarbeiter aus Hamburg, Johannes Georgi, spricht oder als ihm im selben Jahr der Geograf Wilhelm Meinardus aus Göttingen fragt, ob er an einer Expedition zur Eisdickenmessung im Sommer nach Grönland teilnehmen möchte. Er möchte. Und so macht Wegener Pläne für eine weitere Grönland-Expedition, die im Jahr 1930 stattfinden soll. Die Bedenken seiner Frau und der Schwiegereltern, dass er vielleicht zu alt dafür sei, Wegener wird 1930 seinen 50. Geburtstag feiern, wischt er beiseite. Grönland ist jetzt soweit bekannt, dass man keine abenteuerlichen Rekordreisen mehr machen muss. Als Leiter einer Expedition würde ich mich keinen sonderlichen großen körperlichen Anstrengungen zu unterziehen brauchen. Außerdem stehen mir jetzt ganz andere Hilfsmittel zur Verfügung. Wikipedia definiert Optimismus so: Optimismus ist eine Lebensauffassung, in der die Welt oder eine Sache von der besten Seite betrachtet wird. Er bezeichnet allgemein eine heitere, zuversichtliche und lebensbejahende Grundhaltung. Ob Alfred Wegener mit seiner optimistischen Vermutung recht hat, das erfahren wir in der dritten und letzten Stunde der langen Nacht. Im Anschluss an die gleich folgenden Nachrichten. Musik.
Thank you.
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Bei objektiver Betrachtung hätte ich es zweifellos besser haben können, wenn ich in Graz geblieben wäre und dort meine Vorlesungen abgehalten, Bücher geschrieben und zwischendurch schöne Erholungstouren in die Alpen gemacht hätte. Alfred Wegener führt wieder Tagebuch, wie immer, wenn er unterwegs ist. Am 30. August 1929 notiert er: Das Sprichwort vom Esel, dem es zu gut geht und der deshalb auf das Eis, in meinem Falle Inlandeis, geht, passt eigentlich in fataler Weise auf meinen Fall. Und dennoch fühle ich keine Ernüchterung, sondern nur den Triumph, ja ein leises Bedauern darüber, dass unsere Zeit es nicht zuließ, noch weiter zu gehen. Als Wegener das schreibt, befindet er sich mitten im weißen Nirgendwo. Etwa 200 Kilometer weit auf dem grönländischen Inlandeis. Unterwegs mit der Vorexpedition für die große Überwinterungsexpedition, die dann vom Frühjahr 1930 bis Herbst 1931 dauern soll. Die Vorgeschichte. 1928 erfährt Wegener von Johannes Georgi, dass dieser eine Grönland-Expedition durchführen möchte, mit Temperaturmessungen an der Ostküste und in der Mitte des Inlandeises. Dazu kommt die Anfrage, ob er nicht Eisdickenmessungen auf Grönland durchführen will. Wegener verständigt sich mit Georgi und entwirft einen größeren Expeditionsplan. Die Wissenschaftshistorikerin Cornelia Lüdecke. Und als dann Wegener den Auftrag von der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft bekam, eine Expedition nach Grönland durchzuführen, um Eisdickenmessungen zu machen, hat Wegener natürlich sofort zugesagt, weil er dann auch seine meteorologischen Messungen anschließen wollte. Und weil Georgi eben auch seinen Plan hatte, mit zwei Stationen wurden diese beiden Pläne zusammengeworfen. Die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft war nach dem Krieg gegründet worden, um interessante Forschungsprojekte, die nicht über normale Mittel zu finanzieren waren, zu unterstützen. Wegener schreibt einen dicken Antrag. Die von ihm geleitete Expedition will an drei Stationen auf Grönland gleichzeitig ein Jahr lang Temperaturen und andere Klimadaten sammeln, den gesamten Winter hindurch. Eine Station an der Ostküste, die unabhängig von ihm eingerichtet wird, eine an der Westküste, an der er selber verbleiben will, und eine in der sogenannten Eismitte, jeweils 400 Kilometer von den Küsten Grönlands entfernt, die Johannes Georgi betreut. Dazu kommen Eisdicken- und Eisdichte-Messungen, Messungen der Gletscherbewegungen, Seehöhenbestimmungen auf dem Gletscher, um herauszufinden, ob die Höhe der Eisoberfläche sich verändert. Er will unter anderem auch herausfinden, ob Tiefdruckgebiete über Grönland hinwegziehen, was für den beginnenden Flugverkehr auf der Polarroute wichtig ist. Cornelia Lüdecke nimmt das Ergebnis vorweg. Das hat tatsächlich Wegener nachweisen können. Man konnte anhand der Barographenkurven feststellen, es kommt ein Tiefdruckgebiet an der Westküste an.
wandert weiter in entsprechendem Zeitraum, wird auf Eismitte ebenso festgestellt, indem da der Luftdruck sinkt und danach wieder steigt und ebenso an der Ostküste. Man hat das vorher schon vermutet, aber eben nie definitiv gewusst und gedacht, das könnte vielleicht nur weiter im Süden passieren, wo eben Grönland nicht so hoch raufragt. Aber dass das eben selbst über dieses Hindernis von über 3000 Meter Höhe doch rüberzieht, das war wirklich eine neue Erkenntnis. Wegener plant und handelt. Er entwirft ein Haus für die Überwinterung an der Weststation aus großen transportierbaren Platten. Eine leichtere Konstruktion für die Eismitte, ordert passende Zelte bei der Sportfirma Schuster in München und schickt der Firma eine Jacke, die er bei seiner Grönland-Durchquerung am Ende von Inuit bekommen hatte. Solche Jacken mit Kapuze würde er gern für die Expeditionsteilnehmer bestellen. Bei den Inuit heißen sie Anorak, was in ihrer Sprache etwas gegen den Wind bedeuten würde. Die Firma Schuster liefert und nimmt diese Art Jacken hinterher in ihr Programm auf. Wegener kauft 28 Ponys auf Island, um mit deren Hilfe später das gesamte Expeditionsgepäck, das etwa 100 Tonnen wiegt, von der Anlegestelle des Schiffes bis hinauf auf das Inlandeis zu bringen. Er ordert mehrere Dutzend Schlittenhunde auf Grönland und fährt nach Finnland, um sich dort Motorschlitten anzusehen. Zu Transportzwecken. Schließlich müssen etwa 10 Tonnen Material zur Eismittestation 400 Kilometer entfernt von der Küste gebracht werden. Er musste also nach Finnland fahren, hat sich dort zwei Schlitten ausgesucht, allerdings ohne den Motor, ohne Propeller. Denn es sollten Siemens-Motoren eingebaut werden, Flugzeugmotoren. Die Industrie hatte nämlich die Idee, das ist ja toll, dann können wir diese Flugzeugmotoren in 3000 Meter Höhe unter extremen Wetterbedingungen testen. Und insofern wurden dann diese Motoren in die finnischen Motorschlitten eingebaut, aber in ein System, was nicht getestet wurde, ob das funktioniert, ob das gut abgestimmt ist oder nicht. Abschied, eine Aufnahme für das Buch und dann, ja, nun ist der Faden abgeschnitten. Jetzt beginnt die Expedition. Heißt es am 1. April 1930 in Alfred Wegeners Tagebuch. Die Expedition ist unterwegs. Spätestens jetzt stellt sich eine Frage. Warum will ein wohlbestallter Professor von fast 50 Jahren losziehen, um auf Grönland zu überwintern? Macht die Arktis süchtig? Ja, irgendwo schon. Also als Kind habe ich wie so eine Verrückte so Abenteurer- und Expeditionsbücher gelesen. Richard Nansen hat es toll geschrieben, Alfred Wegener seine Tagebücher. Und das sind ja Menschen gewesen, die ja mit ganz anderen Techniken sind, die erstmal losgefahren wollten zum Südpol und Nordpol. Sagt Antje Boetius, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts. Dann habe ich einmal ausprobiert, als ich das erste Mal in der Arktis war, kann ich jetzt einfach mal so mit dem Schiff in meinem Rücken ein Stück loslaufen. So einfach richtig über die Eisschollen, wissend unter mir ist 4 Kilometer tiefer Ozean, einfach mal loslaufen. Und ich musste mich ständig umdrehen und versichern, dass da immer noch das Schiff ist mit seinem schwarzen Rauch und seinen Lichtern, weil es hat sich so unvorstellbar angefühlt, dass man jetzt als Mensch, so wie Fridtjof Nansen, einfach aussteigen kann von seinem Schiff und losläuft und gar nicht weiß, wo kommt man da an. Dazu wäre ich nicht geboren, aber ich habe festgestellt, wie unglaublich anders diese Landschaft ist. Dass sie ihren ganz eigenen Zauber hat, etwas magisch Anziehendes. In ein paar Wochen hat man auch diesen Blick, wie viele Farben von Weiß es gibt oder wie verschieden auch Schnee duften kann und dass wir als Menschen ziemlich schnell als Augentiere eine Umwelt aufnehmen und uns mit der verbunden fühlen und dann wieder hinwollen, das geht wirklich recht schnell. Also viele, viele, die ich kenne, haben diese Sehnsucht, wieder ins Weiß zu kommen. Mit Wegener sind 16 Personen an Bord. Darunter Johannes Georgi und Ernst Sorge, die gemeinsam in Eismitte überwintern sollen. Fritz Löwe, der die Gletscherbewegungen im Westen beobachten will, sowie der Isländer Vigfús Sigurðsson, der schon gemeinsam mit Wegener und Koch Grönland durchquert hatte. Natürlich braucht man dann vor Ort noch eine Reihe einheimischer Männer, die helfen, das Gepäck erst auf das Eis und dann nach Eismitte zu schaffen.
Am 29. April erreicht das Schiff, nachdem auf Island die Pferde geladen wurden, Godhavn, heute Qeqertarsuaq, an der Westküste Grönlands. Es war ein sehr strenger Winter. Die Nordostbucht hat solides Eis gehabt und es ist sehr fraglich, ob wir die Kolonie Umanak und die Kamaroje-Bucht erreichen können. Das Wetter ist katastrophal, der Winter zu hart. Zu viel Meereis versperrt die Einfahrt. Man ist zum Warten verdammt. Wartet und nichts passiert. So beschließt Wegner, das Schiff teilweise ausladen zu lassen und alles zu der nur 10 Kilometer entfernten Siedlung Ukusisat zu bringen. Doch dort ist erneut erst einmal Endstation, denn das Wasser in der weiteren Fahrrinne ist noch gefroren. Mit Booten kommt man auch von hier nicht weiter. Gleichzeitig ist das Eis aber zu mürbe, als dass es beladene Schlitten trägt. Georgi erzählt, das Eis in der Kamaroje-Bucht sei jetzt schon so schlecht, dass man einen Stock glatt hindurchstecken könne. Die Pferde könnten dort schon jetzt nicht mehr gehen. Bleibt nichts als warten. Einen Tag, zwei Tage, 5, 10, 20 Tage, 30 Tage. Das Fatale am Warten war dreierlei. Erstens schob jeder Tag ihre Pläne immer weiter hinaus dem Winter entgegen. Zweitens würde später nicht nur die Zeit fehlen, sondern auch all das Heu, das die Pferde nun während des Wartens fraßen. Sie hatten Futter für 100 Tage und jedes Tier bekam morgens eine weitere Ration in seinen Schlag geworfen, die es während der nächsten Stunden gemächlich verschlang. Und drittens wurde mit jedem weiteren Tag offenkundiger, welchen moralischen Tribut jeder einzelne von ihnen hier zahlte. Auch Tatkraft, Mut und Vertrauen waren verderbliche Güter. Soweit Jo Ländle in seinem Roman. Erst nach 38 Tagen nervtötender Wartezeit bricht das Eis. Aber nicht vollständig. Mit 65 Dynamitsprengungen wird nachgeholfen, damit eine Fahrrinne entsteht. Endlich, am Anlegeplatz, muss das Material noch über zerklüftete Moränen und Eisfelder hoch auf den Gletscher gewuchtet werden. 2500 Kisten mit knapp 100 Tonnen Gesamtgewicht, vom Meeresspiegel auf etwa 1000 Meter Höhe. Über die Gletscherzunge ist das nicht möglich, da die in der Sommersonne brüchig wird. So bauen die Männer Transportwege durch die Felsenlandschaft, damit sie mit Hilfe der Ponys die Kisten aufs Eis bringen. Alle wurden wir Transportarbeiter und schufteten vom Abendrot bis zum Morgenrot. Wir arbeiteten nämlich des Nachts. Am Tag ist es zu heiß für Mensch und Tier, in der brennenden, gleißenden Sonne auf dem Gletscher. Dass wir in Grönland so schwitzen sollten, hatte uns in Europa auch nicht geschwant. Von wissenschaftlichen Arbeiten war nicht die Rede. Nur Transport, Transport und noch einmal Transport. Georg Lissy, der als Assistent an der Expedition teilnimmt. Der Stimmung ist die Plackerei nicht zuträglich. Es meutert zwar niemand, aber die Nerven liegen blank. Jo Ländle lässt seinen Helden Alfred Wegener eine Ansprache halten, um dem entgegenzusteuern. Ich will eine Methode verraten, die mir schon oft geholfen hat. Sie ist universell gültig und außerordentlich hilfreich. Um in einer Notlage zu bestehen, müssen wir uns die Vorstellung erarbeiten, unser Tun sei unentbehrlich. Unsere wissenschaftlichen Fragen seien die interessantesten der Welt. Nur eine solche mit kaltem Verstand betrachtete, übertriebene Bewertung der eigenen Arbeit befähigt zu der Leistung, die uns hier abverlangt wird. Wer die Geschichte der polaren Unglücksfälle betrachtet, stößt auf eine rätselhafte Regel. Genau genommen fehlt zu jeder Katastrophe der zwingende Grund. Ohne ersichtlichen Anlass bleibt die Expedition liegen und büßt auf einmal die Fähigkeit zur Weiterreise ein. Der Grund dafür ist das Schwinden dieser Illusion. Wie arktischer Fallwind senkt sich Zweifel ins Gemüt. Die Kraft schwindet gerade dann, wenn die Einsicht obsiegt, dass man am Ende nichts ist als ein jämmerlicher Stümper. Stammt das wirklich von Wegener? Man liest viel und dann sammelt man einzelne Gedanken, aber man sammelt auch einzelne Begriffe. Und manchmal mischt man die sich irgendwie rein. Man prüft in der Zeit alles ab, klopft alles ab, ob man es nicht einbauen kann. Ich glaube, dass ich den Gedanken von ihm habe. Und das ist diesen Gedanken, der ist nicht meiner, sondern entweder von ihm oder von einem anderen Arktisforscher. Es kann auch sein, dass es von Nansen ist. Es ist wohl eher Nansen als Wegener, denn dessen Tagebuch klingt oft verzweifelt.
Meine Depotkontrolle gibt ein ungünstiges Bild vom Gesamtstand der Transporte. Wir schaffen doch nur etwa halb so viel wie vorgesehen und dabei sind statt 70.000 Kilogramm 94.000 Kilogramm zu transportieren. Ja, nun heißt es die Zähne zusammenbeißen und Transporte machen, Transporte und nochmals Transporte, wenn wir alles hinbekommen wollen. Ich bin heute niedergedrückt und pessimistisch. Alles geht überall nicht schnell genug und es ist schwer, den Überblick zu behalten. Johannes Georgi fährt am 15. Juli mit Ernst Sorge und ein paar Grönländern los, um die Station in Eismitte einzurichten, mindestens 4 Wochen später als geplant. Währenddessen schleppen die anderen immer noch Material auf den Gletscher, richten dort die Station ein, spuren Wege und legen Depots auf dem Weg nach Eismitte an. Da nicht die Übersicht zu verlieren, fällt schwer. Cornelia Lüdecke. Einerseits musste immer Material von unten hochgebracht werden, mit den Ponys, mit Schlitten auch. Und andererseits muss so schnell wie möglich diese Eismittestation eingerichtet werden. Und Wegener war sozusagen an allen Baustellen und hat nicht überrissen, dass nicht alles wichtige Material zur Eismittestation gebracht worden war. Und sie sagt weiter. Logistik hat er nicht gelernt. Die ganzen Expeditionen, das haben ja alles die Dänen organisiert. Er hat ja nie was organisieren müssen. Und das war nicht sein Ding, das hat er nicht gelernt. Muss er auch nicht können, er war ja Universitätsprofessor. Wir treiben, wie es scheint, allmählich in eine immer unangenehmere Zwangslage hinein. Der kurze Sommer ist bald vorbei. Der Weg bis zu der Stelle, wo unser Winterhaus stehen soll, noch lang. Auch die zentrale Fernstation macht mir ernstlich Sorgen. Die georgische Schlittenreise brachte nur 700 Kilogramm hinein, wovon Georgi, der gleich dort bleibt, leider gleich einen Teil verbraucht. Löwe wird wohl noch weniger, 600 Kilogramm hineinschaffen. Das ist wirklich nicht so viel für so viele Hunde und Schlitten. 3.500 Kilogramm müssen wir aber auf alle Fälle hineinbekommen, sonst können 3 Mann nicht den Winter über dort bleiben. Wegeners Tagebuch hat in diesen Wochen einen ganz anderen Ton als bei früheren Expeditionen. Auch da hatte es hin und wieder Probleme gegeben, Schwierigkeiten und Härten. Und er stöhnte über körperliche Anstrengung. Aber immer war der Grundton optimistisch. Immer schrieb Wegener auch über die Schönheit der Landschaft, über kleine Entdeckungen nebenher, über die Freude an der Arbeit und dem, was er da tut. All das ist jetzt nicht mehr der Fall. Stattdessen rechnet und rechnet er und überlegt, ob es gelingt, schnell genug Material, sprich Proviant, Brennstoff und anderes, nach Eismitte zu bringen. Zwischendurch muss neues Heu besorgt werden, um die Lastpferde zu versorgen. All das erfordert großes logistisches Denken. Und er macht dabei Fehler. Immer wieder. Er hat auch, weil er mit dieser Technik auf seinen bisherigen Polarexpeditionen nie zu tun hatte. Er hat nicht Wert darauf gelegt, dass eine Funkstation rechtzeitig mit nach Eismitte gebracht wird, weil er selber hat Polarexpeditionen ohne Funk gemacht. Hat ja alles mehr oder weniger geklappt. Wegener weiß, die Expedition ist davon abhängig, dass endlich die großen Motorschlitten, die intern Schneespatz und Eisbär genannt werden, auf die Eisfläche hochgebracht werden und diese danach vernünftig funktionieren. Denn dann kann die Versorgung von Eismitte noch vor Mitte, spätestens Ende September, gelingen. Als wir beim Depot waren, hörten wir plötzlich das Singen eines Motors. Wir standen festgebannt und lauschten. Noch 2-mal tönte diese Sphärenmusik und jedes Mal packte es mich so, dass ich stehen blieb und lauschte, bis der Motor wieder abgestellt wurde. Ich hatte das Gefühl, hier wird ein Traum Wirklichkeit. Ich bin stolz auf die Propellerschlitten, denn sie bedeuten einen wesentlichen Fortschritt in der Polarforschung. Am 29. August schreibt Wegener das. Und einen Tag später ist er vollständig euphorisch. Ein wunderbarer Tag liegt hinter mir. Es dauerte lange, bis die letzten Verbesserungen an den Motoren vorgenommen waren und dann alles zusammengepackt war. Wir hatten je 350 Kilogramm auf den Schlitten, als es losging. Schließlich aber war alles klar und die Motoren wurden angelassen. Schneespatz sprang sofort an, aber Eisbär ließ sich nötigen.
Immer wieder wurde bei geänderter Propellerstellung versucht, aber vergebens. Es dauerte sehr lange, bis Schneespatz mit vereinten Kräften flügge gemacht worden war. Dann aber hinein, und nun ging es, nicht schnell, aber doch mit erhoffter Geschwindigkeit, das humpelige Inlandeis hinauf. Von Zeit zu Zeit machten wir Halt, um den Motor wieder verschnaufen zu lassen. Ja, nun ist unser Traum Wirklichkeit geworden. Ich bin gemütlich in geschlossener Kabine sitzend und Pfeife rauchend auf das Inlandeis gefahren. Eine unerhörte Schlemmerei ist das Ganze. Bin schon die ganzen letzten Tage in gehobener Stimmung, denn wir siegen jetzt auf der ganzen Linie. Doch die Euphorie schwindet schnell. Einen Tag später schreibt Wegener enttäuscht in sein Tagebuch. Das war heute die erste Fahrt mit Propellerschlitten mit Nutzlast auf dem Inlandeis. Das Ergebnis ist leider nur Benzinverbrauch. Es war sehr schwer, die Schlitten auf dem backenden Neuschnee in Gang zu bringen. Wir haben also heute nur Erfahrungen gesammelt, aber nichts geschafft. Die Hauptsache ist aber, dass die Schlitten trotz der heute so schlechten Bahn doch noch mit 450 Kilogramm Nutzlast fahren konnten, wenn es auch teilweise sehr langsam ging. Es scheint, als ob die Last weniger ausmacht als die Steigung und die Güte der Bahn, sodass die Aussicht besteht, dass sie bei guter Bahn auch mehr als 500 Kilogramm schaffen. Dagegen sind 1000 Kilogramm wohl absolut ausgeschlossen. Es ist jedenfalls gut, dass die Hundeschlitten doch schon so viel hineinschafften, denn die unbegrenzten Möglichkeiten der Propellerschlitten stellen sich doch als ziemlich begrenzt heraus. Wegener testet und testet die Schlitten immer wieder und immer wieder mit eher enttäuschenden Resultaten. Die Wissenschaftshistorikerin Cornelia Lüdecke hat eine Vermutung, warum Wegener so lange mit den Motorschlitten herumexperimentiert. Es war Industrieforschung, die dahinter steckt. Nachdem sie diese lange Wartezeit an der Westküste hatten, hätte ich die Propellerschlitten stehen lassen und sagen, wir müssen so schnell wie möglich mit Hundeschlitten die Station einrichten. Was hat er gemacht? Die haben sich bemüht, diese sauschweren Schlitten über den steilen Gletscher nach oben zu wuchten, zu ziehen und wie auch immer. Und dann haben sie nicht funktioniert, weil der Schnee zu weich war. Ein Irrsinn. Aber das zeigt nur, er musste diese Propeller zum Inlandeis bringen, damit die getestet werden können. Industrieforschung. Was für Cornelia Lüdeckes Ansicht spricht, ist, dass im Abschlussband der Expedition ein Artikel über die Vorzüge und Nachteile der Propellerschlitten veröffentlicht wurde. Das Zeitfenster für die Expedition wird immer knapper. Während an der Weststation so einigermaßen alles nach Plan läuft, weil man dort nicht so unter Zeitdruck steht, das Winterquartier einzurichten, weiß Wegener, dass es in Eismitte an der zentralen Firnstation nicht so gut aussieht. Dort ist bislang nur wenig Proviant. Das Winterhaus fehlt noch und die Petroleummenge ist eigentlich auch nicht ausreichend. Am 6. September schreibt er in sein Tagebuch: Was nun? Jetzt ist die Katastrophe da. Es ist unmöglich, die zentrale Firnstation in der vorgesehenen Weise auszurüsten. Eine neue Hundeschlittenreise muss organisiert werden und diese Hundeschlittengruppe muss ganz hineingehen. Vermutlich werde ich selber an ihr teilnehmen müssen. Nun ist wirklich die Frage brennend, ob Georgi und Sorge den Winter über die Station halten können oder ob sie mit dieser letzten Hundeschlittenreise zurückgenommen werden müssen. Die Situation, in der sich die Expedition infolge dieses Versagens der Motorschlitten befindet, ist einfach unerträglich. Wir können doch nicht die Besatzung der Station zurücknehmen. Das wäre doch für das ganze Programm eine Katastrophe. Die letzten Reserven müssen herangezogen werden. Himmel, in was für eine Situation sind wir unversehens hineingetrieben. In Eismitte wohnen inzwischen zwei Menschen. Johannes Georgi, der sich dort schon seit Ende Juli aufhält, und Ernst Sorge, der nach der dritten Versorgungsfahrt, die am 13. September ankommt und am 18. wieder zurück zur Küste fährt, dort geblieben ist. Doch beiden ist nicht wohl bei der Vorstellung, in Eismitte zu überwintern. Zu wenig Petroleum, zu wenig Lebensmittel. Und so schreiben sie einen Brief an Wegener. Die Schlitten, mit denen Sorge gekommen ist, nehmen ihn wieder zurück zur Weststation.
sollte bis zum 20. Oktober nicht weiteres Material, vor allem Petroleum, gebracht werden, müssten sie die Station aufgeben und versuchen, zur Küste zu gelangen. Wegener hat sich da aber schon längst entschlossen, einen weiteren Hundeschlittentransport nach Eismitte zu schicken. Er selbst will den Transport anführen. Fritz Löwe und 13 Grönländer, darunter Rasmus Willumsen, sollen ihn begleiten. Sie sind gerade aufgebrochen, da treffen sie auf den rückkehrenden Transport und Wegener bekommt Sorges und Georgis Brief überreicht, was ihn nur noch in seiner Absicht bestärkt, nach Eismitte aufzubrechen. Denn von dort Ende Oktober ohne Hundeschlitten nach Westen zurück, das ist mehr als nur lebensgefährlich. Zudem, die Station und die Forschung dort sind ihm immer noch wichtig. So zieht der Trupp am 22. September los. Cornelia Lüdecke. Und dann ist er erst richtig mit viel Gepäck losgefahren, aber den Grönländern war das schon viel zu spät im Jahr, sodass die alle der Nase lang abgesprungen sind. Es wusste Wegener selber, hat ja selber die Regel aufgestellt. Zu dieser Jahreszeit hat man da oben oder überhaupt in solchen Schlittenreisen nicht mehr unterwegs zu sein. So kommt schon am 28. nach nur 62 Kilometern der 400 bis nach Eismitte der erste heftige Rückschlag. 9 Grönländer wollen unbedingt umkehren. Sie sehen sich den Schneestürmen und dem Nebel nicht gewachsen. Wegener muss erneut umplanen. In einem Brief an Karl Weiken, der die Weststation managt und den Wegener den Rückkehrern mitgibt, schreibt er: Meine Befürchtungen sind eingetroffen. Unsere Schlittenreise ist durch die Ungunst des Wetters zusammengebrochen. Wir versuchen jetzt, das fehlende Petroleum nach 400 hineinzubringen, sonst nur Kleinigkeiten. Ob Georgi und Sorge dann dort bleiben oder mit uns herausfahren, muss sich noch zeigen. Wenn es geht, möchte ich ja die Station den Winter überhalten, aber nur dann. Das Ganze ist eine schwere Katastrophe und es nutzt nichts, es sich zu verheimlichen. Es geht jetzt ums Leben. In Eismitte misst Ernst Sorge am 5. Oktober minus 37 Grad in dem Zelt, in dem er und Georgi übernachten. Die beiden beschließen, nun unter die Schneeoberfläche zu ziehen, um vor der erbarmungslosen Kälte Schutz zu suchen. Ernst Sorge hat später beschrieben, wie es unter dem Firn aussah. Das grönländische Inlandeis besteht in den oberen Schichten aus Firn. Es hat etwa dieselbe körnige Beschaffenheit wie nasse Reiskörner, die in der Kälte zusammenfrieren. Dieser Firn erwies sich als ein vorzüglicher, leicht zu bearbeitender, sehr fester Baustoff und zugleich als ausgezeichneter Kälteschutz. Wir hatten in den letzten Wochen mit Messer, Fuchsschwanzsäge und Spaten unterirdische Gänge und Räume aus dem Firn herausgeschnitten. Am 5. Oktober zogen wir um. Das heißt, wir brachten unsere Ausrüstung in die Firnhöhle und schliefen von nun an nicht mehr im Zelt, sondern unten. Die Firndecke von 1,60 Meter Stärke hielt jede Kälte ab. Schlafkojen aus Firn waren beim Ausschachten gleich stehen gelassen worden. Der Zugang zur Firnhöhle wurde durch 3 Vorhänge aus Säcken, Gummi und Rentierfell abgeschlossen. Niemand ist so mit dem Firn vertraut wie wir. Braucht man Firn zum Wasserkochen, so schneidet man sich ein Stück aus der Wand heraus. Durch Wiederholung dieses Verfahrens entstehen zugleich nützliche Wandschränke. Will man Abwaschwasser oder sonstige Flüssigkeiten fortgießen, so sticht man mit dem Stock ein Loch in den Boden und gießt das Zeug hinein. Es verschwindet spurlos. Ist das Lager zu hoch oder zu schräg, nimmt man Schlafsack, Strohsack und Rentierfelle fort und schneidet es sich passend zurecht. Am 6. Oktober befindet sich Wegeners Trupp bei Kilometer 151. Noch trennen ihn knapp 250 Kilometer von Eismitte. Die Gruppe schrumpft weiter. 3 Grönländer wollen umkehren. Wegener lässt sie ziehen und gibt auch ihnen einen Brief mit. Wir reisen von hier mit 3 Schlitten weiter, die später auf 2 reduziert werden sollen, und hoffen so, wenn auch praktisch ohne Nutzlast, Georgi und Sorge zu erreichen, sei es bei der Station Eismitte oder schon auf dem Rückmarsch. Damit wäre Folgendes gewonnen. Erstens, Aufrechterhaltung der Winterstation Eismitte, wenn auch wesentlich nur als klimatologische.
Denn Löwe und ich sind entschlossen, dort zu überwintern, falls Georgi und Sorge das nicht wollen. Freilich mit 1,3 Liter Petroleum pro Tag, also unter sehr primitiven Verhältnissen, aber doch, wie wir meinen, genügend gesichert. Zweitens erhalten Georgi und Sorge für die Rückreise ein oder zwei Hundegespanne und einen Grönländer als Begleitung und sie finden allerlei Depots vor. Dadurch wird nach unserer Auffassung die Rückreise erst ermöglicht. Die würden sonst in der Zone maximalen Niederschlags vielleicht stecken bleiben und umkommen. Sie wissen jetzt mit Bestimmtheit, dass 3 Mann zurückzuerwarten sind, da für 5 Personen nicht genügend Lebensmittel bei Eismitte vorhanden sind. Es geht uns gut, bisher keine Erfrierungen, wir hoffen auf guten Ausgang. Zu dritt ziehen sie weiter, Wegner, Löwe und Willumsen. Nebel und Schneestürme sind ihre Begleiter. Das Land ist wie in Watte gehüllt, eine milchig-weiße Kälte. Die 3 ahnen mehr, als dass sie wissen, wohin sie gehen. Die Markierung ist verweht, Schneewehen überall, immer Gegenwind. Es geht kaum vorwärts. Fritz Löwe beschrieb die Schlittenreise hinterher. Die Hunde des ersten Schlittens schwammen, ruderten bis zum Bauch im losen Pulverschnee. Die folgenden Schlitten kamen etwas besser vorwärts, solange sie die Kufen auf der Spur des vorausfahrenden Schlittens halten konnten. Aber sie war manchmal in dem diffusen Licht der jetzt schon dämmerigen Tagesstunden nicht genau zu verfolgen. Und kaum rutschte der Schlitten seitlich von der festen Bahn herab, so versank er mit seinen 250 Kilogramm Last sofort im weichen Pulver. Bei Kilometer 170 lagen wir am 10. Oktober. Es war kälter, 30 bis 40 Grad. Wegener war vom letzten Tage hier etwas überanstrengt und entgegen seiner sonstigen Gewohnheit für Warten, weil er Erfrierungen im Gesicht durch den lebhaften Gegenwind fürchtete. Die Hunde hungern, es gibt nicht genug Futter und sie beginnen ihr Ledergeschirr aufzufressen. Das Marschtempo liegt bei täglich etwa 15 Kilometern. Alles hat seine Routine. Löwe und Willumsen kümmern sich um die Tiere, während Wegener das Zelt zusammenpackt und das Frühstück zubereitet. Das Pemmikan, die Fleisch-, Fett- und getreidehaltige Nahrung, ist so hart gefroren, dass es mit dem Hammer zerschlagen werden muss. Dann geht es wieder auf die Schlitten, gegen den eisigen Wind, gegen den Nebel, gegen den Schnee. Die Temperaturen steigen selten auf Werte von über minus 50 Grad Celsius. Die 3 sind ständig in eine Wolke gehüllt, da die ausgeatmete Feuchtigkeit sofort zu kleinen Eiskristallen gefriert und wegen der niedrigen Temperatur die Luft ständig mit Wasserdampf übersättigt ist. Die Kälte bestimmt alles. Das Denken und das Fühlen. Sie zieht in die Knochen. Jedes feste Zugreifen schmerzt. Eine Plage ist das Ordnen der zu kleinen der Hundeschlitten, das mit bloßen Händen und den Zähnen gemacht werden muss. Genau wie das Aufschlagen des Zeltes in der Dunkelheit und dann der nächtliche Reifregen im Zelt. Abends spricht man darüber, ob Sorge und Georgi Eismitte verlassen würden. Wegner hofft, sie würden es nicht tun, während Löwe glaubt, dass sie in jedem Fall abmarschieren würden. Sie hätten es ja geschrieben. Für Wegner ist das wichtigste Ziel, die Station nicht aufzugeben, auch wenn er selbst dort bleiben muss. Es wurde kälter mit jedem weiteren Tag. Und mit jedem Tag wurde es dunkler. Täglich ließen sie einen weiteren Kanister zurück, im Wissen, anders nicht weiterzukommen. Waren sie wirklich einmal aufgebrochen, um die Station Eismitte für den Winter mit Petroleum zu versorgen? Bald hatten sie nichts mehr als sich selbst. So beschreibt Jo Ländle in seinem Roman den Marsch der 3 über das Eis. Sie erreichen am 24. Oktober Kilometer 335, wo sie einen Ruhetag einlegen. Der Grund dafür: Sie rechnen fest damit, dass Georgi und Sorge nun hier eintreffen werden. Und widersprechen sie darüber, wie sie weiter vorgehen sollen. Weiter, zurück, in Eismitte überwintern. Währenddessen haben Georgi und Sorge ihren Plan geändert. Ernst Sorge schreibt später: Wir warteten und warteten auf die 4. Schlittenreise, die uns unser Winterhaus, Petroleum und Instrumente bringen sollte. Aber niemand kam. Nach unserem Brief vom 18. September an Wegener sollten wir am 20. Oktober zur Küste abmarschieren. Nun gaben wir noch eine Woche Wartezeit zu. Aber auch am 27. kam niemand. Und da fassten wir nach gründlicher Überlegung den Entschluss,
entgegen unserer Mitteilung, den ganzen Winter hier in Eismitte zu bleiben. Uns war bekannt, dass die Station ein Hauptpunkt in Wegeners Programm war. Und da wir nunmehr in unserer Firnhöhle eine Lebensmöglichkeit während des Winters sahen, blieben wir hier. Am meisten bedauerten wir das Fehlen von Radio. Daher gab es keine Möglichkeit, die Kameraden von unserer Lage zu benachrichtigen. Wir hofften nur, dass keine Schlittenreise unterwegs war. Sie dürfte ohne Erfrierungen kaum abgehen. Der Weitermarsch der drei wird eine Flucht nach vorn. Das Hundefutter ist fast aufgebraucht. Die Tiere werden wild und versuchen nachts immer wieder ins Zelt einzubrechen. Dazu sind die Kleidungsstücke der drei inzwischen durchfeuchtet. Löwe leidet an leichten Erfrierungen an den Fingern, die unbedenklich scheinen, aber stark schmerzen. Auch seine Füße sind mitgenommen. Und am 27. Oktober bemerkt er, dass seine Zehen völlig empfindungslos sind. Wegener beginnt sie zu massieren, aber es ist zu spät. Sie sind erfroren, die Blutzirkulation lässt sich nicht mehr wiederherstellen. Sie schauen immer wieder nach Osten, hoffend und bangend, dass Georgi und Sorge dort im Eisnebel auftauchen. Und trotz aller Beschwerlichkeiten, trotz Frost, Hunger und der nagenden Unsicherheit gibt es auf der panischen Schlittenreise Momente, die vom Zauber der Arktis und der Wissenschaft künden. Fritz Löwe. Wir gingen bei Dämmerung, die nun schon gegen 4 Uhr nachmittags eintrat, nachdem der Wind abgeflaut war, zusammen spazieren und blickten noch immer nach Osten. Aber nichts zeigte sich. Der leichenfarbene Erdschatten hob sich über der weißmatten Unendlichkeit. Während wir vor unserem Zelt hin und her stampften, sprach Wegener, aufgeschlossen, wie wir ihn kaum je sahen, von seinem Glauben an den Sinn der menschlichen Entwicklung, an die Erlösung der Menschheit durch die Erkenntnis, an der mitzuwirken die Richtschnur seines Handelns sei. Als es darüber dunkel geworden war, Schlitten, Hunde und Zelt als schwarze Schatten unter dem funkelnden Sternenhimmel lagen, leitete über uns, ein Symbol solchen Glaubens, der glänzende Bogen des Nordlichts den Blick aus seinen farbigen Bändern längs seiner verschlungenen Formen ins Unendliche. Am 30. Oktober treffen Rasmus Willumsen, Alfred Wegener und Fritz Löwe in Eismitte ein. Ernst Sorge schreibt: Da hörten wir plötzlich über uns einen Hundeschlitten rauschen, unverkennbar. Hurra! Sie kommen! Wir springen hinauf und laufen die Treppe hinauf ins Freie. Der Grönländer Rasmus Willumsen ist da. Wir führen ihn ins Haus und ziehen ihm seine vereisten Pelze aus. In wenigen Minuten sind auch Wegener und Löwe da. Riesengroße Freude, aber keine reine. Denn Löwe hat sich Zehen, Hacken und Finger blau gefroren. Er wird gleich ausgezogen, auf eine Koje in einen trockenen, warmen Schlafsack gelegt und von Georgi und mir abwechselnd massiert. Georgi und ich staunten immer wieder über die kaum glaubliche Leistung, bei Temperaturen von unter minus 50 Grad gegen den Wind mit Hundeschlitten zu reisen. Und dass Löwe das sogar die letzten 4 Tage noch mit erfrorenen Zehen durchgehalten hat. Wegeners Energie war durch die 40-tägige harte Schlittenreise nicht erschöpft, im Gegenteil. Sie war erst richtig angefacht worden. Er hielt jetzt sozusagen nichts mehr für unmöglich. Er freute sich, dass wir uns entschlossen hatten, in Eismitte zu überwintern. Den Ausfall dieser Station im Expeditionsplan hätte er nie verschmerzt. 5 Menschen in der Firnhöhle. Kuschelig kommt es den Neuankömmlingen vor, kuschelig bei minus 5 Grad, denn wärmer wird es in der Höhle nie. Löwe liegt im Schlafsack, den er das nächste halbe Jahr kaum verlassen wird. Die 5 besprechen das weitere Vorgehen und sie beschließen, dass Wegener und Rasmus Willumsen zurück zur Küste fahren sollen. Löwe ist nicht reisefähig. Würde er mitkommen, es würde seinen Tod bedeuten. In Eismitte könne er in Ruhe gepflegt werden, so wenig Hilfsmittel dort auch sind. Die Männer schauen sich die Vorräte an. Der Proviant reicht bei sparsamen Wirtschaften für 3 Mann. Wegener und Willumsen können sogar noch 135 Kilogramm mit auf die Rückreise nehmen. Es ist etwas ironisch. Angetreten, Proviant nach Eismitte zu bringen, nehmen sie nun von dort welchen mit und lassen noch einen weiteren Esser dort, Löwe, dessen Zehen nicht mehr zu retten sind. Ernst Sorge schreibt später: Am 9. November sahen die Zehen ganz entstellt und eingefallen aus.
Die Sehnen ragten schon als Rippen über das zersetzte Fleisch empor. Kurze Warnung, nun wird es blutig. Und empfindsamere Gemüter sollten kurz den Ton leise drehen. So etwa für 90 Sekunden. Georgi schliff sich sein Taschenmesser so scharf und dünn wie eine Rasierklinge. Schweren Herzens. Denn der Liebesdienst, den der Löwe morgen erweisen sollte, kostete wahrscheinlich Überwindung. Bange Erwartung ließ uns in der Nacht nicht zum Schlafen kommen. Ausnahmsweise wurde am 10. November der Ofen geheizt und neben Löwes Koje gesetzt. Denn Löwe konnte bei der Operation unmöglich sein nacktes Bein längere Zeit in den kalten Raum, minus 8 Grad Celsius, hinausstrecken. Auf dem Petroleumkocher wurde Firn geschmolzen, um warmes Wasser zum Auswaschen und Reinigen der Wunden zu bekommen. Wir versuchten zuerst, die Zehen durch Schnee von minus 6 Grad örtlich zu betäuben, aber anscheinend ohne Erfolg. Der Schnee war wohl nicht kalt genug. Aber ein neues, künstliches Frierenlassen der Gliedmaßen erschien uns zu gewagt. Daher schnitt Georgi schließlich mit seinem scharfen Messer das Fleisch rings um die Zehenwurzeln ab, kniff den 5. bis 2. Zehenknochen mit einer Blechschere durch und trennte die sehr empfindliche große Zehe an der weichsten Stelle durch. Ich hatte die Aufgabe, mit der Taschenlampe zu leuchten und mit meinem Körpergewicht Löwes Bein festzuhalten. Georgis Geschicklichkeit bei dieser schwierigen Operation war ebenso bewundernswert wie Löwes tapferes Aushalten. Wir hatten ja keine Betäubungsmittel. Danach wurden die frisch und lebhaft blutenden Wunden mit einer Chinosol-Lösung ausgewaschen und mit Watte und Mullbinden verbunden. Löwe war nach der Operation sehr aufgeräumt und gesprächig. Die Spannung und die Qual hatte nachgelassen. 5 Tage später mussten auch Löwes Zehen des linken Fußes daran glauben. 2 Ruhenächte gönnen sich Wegner und Willumsen. Sie sind optimistisch. Es ist wärmer geworden. Minus 39 Grad. Die 17 Hunde sind etwas ausgeruht, das Eis scheint gut befahrbar und der Wind bläst aus der richtigen Richtung, von Osten. Er wird sie sozusagen zur Küste schieben. Am 1. November 1930 brechen sie auf. Es ist Alfred Wegeners 50. Geburtstag. Sie kommen nie an der Weststation an. Obwohl nun eigentlich keine Hoffnung mehr bestand, musste gesucht werden, bis wir Beweise für Wegeners und Rasmus' Schicksal in Händen hatten. Ich übernahm die Suche nach Wegener und Rasmus und fuhr mit Weiken und den Grönländern zusammen nach Westen zurück. Jedes Depot und jedes verdächtige Anzeichen wurde untersucht. Ernst Sorge berichtet 1932 nach seiner Rückkehr nach Deutschland im Deutschen Rundfunk, wie er und andere sich im Mai 1931 nach der Überwinterung in Eismitte und der schnellen Rückkehr zur Westküste auf die Suche nach Alfred Wegener machten, wissend, dass dieser die Rückreise nicht überlebt hatte. Bei 189 Kilometer Küstenabstand standen Wegeners Skier im Abstand von 3 Metern in der Mitte zwischen ihnen ein abgebrochenes Stück von Wegeners Skistock. Wir fühlten, das bedeutete etwas Besonderes. Die Aufgrabung förderte Rentierhaare, Bindfadenstückchen und schmutzigen Schnee zutage, sodass an dieser Stelle zweifellos ein Zeltplatz gewesen sein musste. Wir merkten bald, dass hier jemand begraben lag, sehr sorgfältig in 2 Schlafsacküberzüge eingenäht. Wer blieb aber zweifelhaft, bis wir Wegeners Gesicht sahen? Offene Augen, freundlichen Blick, wie stets im Leben. Die Gesichtszüge ruhig, entspannt, ohne jedes Anzeichen von Krampf. Wegener war völlig angekleidet und der ganze Anzug war von Kopf bis Fuß in vorzüglichem Zustand. Insbesondere waren die Pelzstiefel dick und weich ausgestopft und nicht vereist. Daher kann Wegener nicht erfroren sein. Alfred Wegener starb vermutlich am 16. November 1930 an Herzversagen, vermutlich infolge der großen Anstrengung beim Skilaufen. Ernst Sorge untersucht die Taschen Wegeners, findet aber keine schriftlichen Aufzeichnungen, auch nicht dessen Tagebücher. Rasmus Willumsen, der Wegener so sorgfältig im Eis bestattet hatte, musste diese mitgenommen haben. Er fühlte sich wohl so gesund und bei Kräften, dass er sicher ist, die Weststation zu erreichen. Wegener wird erneut in einer Gruft aus Firnblöcken beigesetzt. Über dem Grab stellt Sorge wieder die Skier auf, dazwischen ein kleines Holzkreuz.
Dann macht er sich auf die Suche nach Rasmus Willumsen, auch um Wegeners Tagebücher zu retten. Erfolglos. Obwohl die Suchgruppe fast 3000 Kilometer auf dem Eis zurückliegt. Die Suchreisen nach Rasmus blieben leider erfolglos. Da alle Lebensmitteldepots der ganzen Reisestrecke zwischen der Weststation und Wegeners Grab unberührt waren, darf man annehmen, dass Rasmus alsbald von dem markierten Wege in der Dunkelheit abgekommen ist und dann irgendwo nach dem Tode seiner Hunde selbst umgekommen ist. Er ist 22 Jahre alt geworden. Schlittenreisen auf dem grönländischen Inlandeis nur zwischen April und September, so hatte es Alfred Wegener selbst formuliert. Er hatte selbst bei seiner ersten Grönlandreise schon erlebt, was es bedeutet, wenn man zu spät im Jahr im Eis unterwegs ist. Mylius Erichsen war erfroren, er selbst war 1912 mit Glück gerettet worden. Was war das, was Wegener so trieb? Dass er doch noch loszog, Ende September, wieder besseren Wissens. Wissenschaftlicher Ehrgeiz oder eine Angst, versagt zu haben? Der Engländer Robert Falken Scott war am Südpol unsterblich geworden, weil er gestorben war. Als überlebender Zweiter am Südpol wäre sein Ruhm hinter dem ersten Roald Amundsen einfach verblasst. Sein Tod hingegen kündigte vom Kampf gegen die Elemente. Es war ein Heldenstoff. Konnte Alfred Wegener nicht nach Hause kommen, ohne sein Forschungsziel erreicht zu haben? Hätte ihn das die Selbstachtung gekostet? Das glaube ich eigentlich nicht, weil es eine weniger auf Glanz abzielende Aktion war. Das Überwintern in Eismitte hatte ja nicht zum Ziel, von Königen gestreichelt zu werden oder vom Boulevard bejubelt zu werden. Soweit Jo Ländle, der aber auch sagt, dass er sich immer gefragt habe, warum Wegener nicht einfach akzeptiert habe, dass seine letzte Expedition von Anfang an unter einem ungünstigen Stern gestanden habe. Die Umstände seien schwierig genug gewesen, man habe das jedem erklären können. Das Schiff zu lange im Eis eingefroren, damit habe sich der Zeitplan furchtbar verschoben. Also ich habe es immer so verstanden, dass es ein seltsames Verantwortungsgefühl ist für die Leute in Eismitte. Er war sonst eben, wie gesagt, kein Draufgänger. Er war ein bedachtsamer, abwägender Mensch. Aber er wollte das hinkriegen. Durch seine Reise war es dann ja auch möglich, dass die beiden anderen dort blieben. Das hat dann bloß nicht geklappt, dass er selber wieder zurückkommt. Natürlich im Nachhinein war es die total bekloppte Aktion. Ich stelle mir vor, wenn man währenddessen überlegt, im Vorhinein für ihn hat es sich nicht ganz so bekloppt angefühlt, wie es sich im Nachhinein zeigt. Man hat Wegener zuerst als Märchenerzähler verspottet und zuletzt mit dem großen Kopernikus verglichen. Der letztere Vergleich ist nicht ganz berechtigt, doch als Revolutionär im Bereich der Geowissenschaften steht Wegener gewiss. Was bisher wohl nie ausgesprochen wurde, noch über seinem viel berühmteren Berliner Landsmann Alexander von Humboldt, ohne dass damit dessen legendärer, noch heute lebendiger Ruhm im geringsten geschmälert werden sollte. Martin Schwarzbach, einer der wissenschaftlichen Pioniere im Bereich der Paläoklimatologie. Wegener ist berühmt in der Wissenschaft und er wird geehrt. Auf Grönland gibt es die Wegener-Halbinsel, die Wegener-Inseln und den Alfred-Wegener-Berg. In der Antarktis tragen ein Gebirgszug, ein Berg, ein Tiefseegraben und eine ganze Region seinen Namen. Nach ihm sind ein Asteroid, ein Mondkrater und ein Marskrater benannt. Einige Schulen tragen seinen Namen und ein paar Straßen ebenfalls. Dazu als beste Ehrung vielleicht Forschungsinstitute. Das größte ist das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, dessen Direktorin Antje Boetius ist. Das Alfred-Wegener-Institut ist ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft. Das bedeutet, dass wir einen Forschungsauftrag haben, der einerseits damit zu tun hat, dass wir Forschung für große Herausforderungen, große Fragen der Menschheit machen. Das ist bei uns vor allen Dingen Klimawandel, Umwelt, Fragen des Umgangs mit der Natur und der extremen Lebensräume der Erde, besonders Polarregionen. Und es gibt das winzige Museum in Zechliner Hütte. So klein es ist, der Direktor Peter Bötig ist stolz darauf
vor allem auf ein Exponat. Das sind originale Zeltnägel aus der Basestation, also Weststation der großen Grönland-Expedition von 1930-31 der Firma Schuster aus München. Das war so ein Alpinistenausstatter. Und es gibt Tagebucheintragungen, wo Wegener genau diese Zeltnägel erwähnt. Am Ende der Expedition haben die das Material ja oben liegen lassen, auf 1000 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Und nach 70 Jahren hat der Gletscher die unten wieder ausgespuckt. Der Gletscher arbeitet, er spuckt Dinge aus, Zeugnisse einer Reise, eines Lebens. Und das Leben schlägt mitunter überraschende Wolten. Jo Lendle spricht von einem merkwürdigen Erlebnis während der Arbeit an seinem Roman über Alfred Wegener. Und dann kam eben die seltsame Situation, dass ich mit meiner Mutter telefonierte und sie sagte, rate mal, mit wem ich gerade im Urlaub zusammen verreist war. Ja, das ist eine Bekannte, die Altenpflegerin ist. Und die fragte, was macht denn deine Familie? Und sie erzählte dann, dass ich eben an dem Buch über Wegener schreibe. Und da sagte diese befreundete Altenpflegerin, dessen Tochter pflege ich gerade. Und dann bin ich gleich hingefahren. Lendle weiß natürlich, dass Wegener ein ganz gehöriges Nachleben hatte, für das er selbst nichts kann. Nach 1933 wird er von den Nazis als deutscher Held gefeiert. Einer, der loszieht, seine Männer zu versorgen, sich für sie und die Wissenschaft opfert. Bücher wie das über seine letzte Grönlandfahrt haben in den 30er und 40er Jahren riesige Auflagen und der Film SOS Eisberg mit Leni Riefenstahl und Fliegerass Ernst Udet gründet nicht nur vage auf Wegeners Erlebnissen. Seine Frau Else lebt in den 30er Jahren hoch angesehen in Graz. Zwei der drei Töchter, die älteste stirbt bereits 1936, werden sehr prominent verheiratet. Lotte heiratet 1938 unter großem Applaus des offiziellen Deutschland den damals sehr bekannten österreichischen Bergsteiger Heinrich Harrer. Der, einer der Erstdurchkletterer der Eiger Nordwand, trägt bei der Hochzeit seine SS-Uniform, was er später als dummen Fehler abtut. Die Ehe wird geschieden, als Harrer in Tibet weilt. Tochter Käthe heiratet 1939 den Gauleiter der Steiermark, Siegfried Überreiter, gegen den nach dem Krieg mehrere Verfahren eingeleitet werden, unter anderem wegen des Befehls zu Massenerschießungen von Freiheitskämpfern bei Graz. Zurück nach Eismitte, an den Ort, der Wegener so wichtig war, dass er sein Leben dafür einsetzte. Ein Punkt im Eis. Der französische Polarforscher Paul-Émile Victor kam 1949 dorthin und sah sich um. Irgendwer reichte mir sein Fernglas. Es sind nun fast 20 Jahre her, dass dieser Ort verlassen wurde. Eismitte müsste sich wohl so 15 Meter unter unseren Füßen befinden. Nichts von den wenigen oberirdischen Anlagen konnte sich über so viele Jahre halten. Und doch, als ich das Glas nahm und begann, die Gegend ringsherum abzusuchen, kam niemandem, auch mir nicht, der Gedanke, dies lächerlich zu finden, obwohl es gewiss nutzlos war. Wir alle schwiegen. Mit pochendem Herzen suchte ich den Horizont ab. Als ich das Fernglas senkte und unser Schweigen beendete, fragte mich einer: Nun? Nichts? Nein, antwortete ich. Nichts. Gar nichts. Der Traum eines großen Poeten. Eine lange Nacht über Alfred Wegener von Günter Wessel. Es sprachen Annika Mauer, Tonio Orango, Axel Wandke und Bernhard Schütz. Ton und Technik Jan Fraune. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Monika Künzel. Thank you.
Thank you.